Einen wunderschönen guten Tag zu SimRace TV, heute zum fünften und damit vorletzten Lauf der International GT3 Endurance Series, powered by sim-racing.org, heute live aus Silverstone. Mein Name ist Christoph Weber, ich begrüße euch recht herzlich an diesem Samstag, Mittag kann man ja jetzt schon sagen, Mahlzeit, für die, die jetzt eventuell gerade am Essen sind und nebenbei den Stream schauen. Also es geht wieder los. Gestern hatten wir ja schon das Qualifying. Und die Fahrzeuge werden jetzt aktuell auf die Strecke geschickt. Wir schalten gleich auf die Strecke, also nicht wundern. Aber wir fassen erstmal das bisherige zusammen. Beziehungsweise das, was gestern beim Qualifying passiert ist. Denn man möchte es kaum glauben, es war genauso ein Herzschlag-Finale im Qualifying wie in Daytona. Also unglaublich. Wer es gestern gesehen hat, der hat sich auch gedacht, Mann, schreiben die hier eigentlich ihre Drehbücher alle selber? Nein. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gab einige Proteste wegen Cuttons und wir hatten diese Reihenfolge nach dem Qualifying. Wir hatten Freeride Motorsport auf der 1. Der XF Racing 2 mit Alex Rambo auf der 2. Und auf der 3 haben wir RSR Gaming mit den Daniele Sconfienza. Aber, Platz 1 ist geblieben. Platz 2 ist jetzt Ronny Hähne, Independent Sim Racer GT2 und auf 3 Carsten Wilhelm GLXF Racing 1. Denn es gab Strafversetzungen wegen Cuttons für Alex Rambo, Daniele Sconfienza, Braun Deck, Robin Hasse und das waren sie. Also da gab es von Seiten der Teams Proteste und es steht klar in den Regeln definiert, was zur Strecke gehört und was nicht, und da musste ja hart durchgezogen werden. Es wurde sogar ein Vorfall gegen Marius Baird gemeldet, aber das ist noch regulär gewesen. Ja, jede Menge ist dann noch passiert im Nachhinein. Alles komplett durcheinander. Wie gesagt, unser Pulsitter Marius Baird bleibt auf seiner ersten Position. Dafür ist jetzt Sebastian Röhn auf der 2 und auf der 3 Carsten Wilhelm. Und ich sag euch so viel, ne? Das wird genauso spannend wie in Daytona. Das sage ich euch. Da würde ich fast 10 Euro drauf wetten. Und ja, mehr kann man einfach zu nicht sagen. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Meisterschaft. Wie es da aussieht. Da gehen wir mal die Top 10 ganz schnell durch. Also da führt Independent Sim Racer GT2 mit 144 Punkten, vor Witchbot 132, die sind heute extrem weit hinten. Wir schauen mal. Witchbot mit Alex Piccolo auf der 12. Position. GLXF Racing 1 119 Punkte, 3Ride auf der 4 mit 108, 101 Punkte, RML Racing Team 1. Auf der 6. Position haben wir RSR Gaming Team 1 mit 100 Punkten, auf der 7 GLXF Racing 2, das ist der verbliebene Alpina von GRLXF Racing mit 98 Punkten. 294 Punkte All-Star Racing 2 und Team FRC auf der 9, also auf Position 8 zugesehen. Und auf der 10 haben wir Willgraf GTR 30 mit 86 Punkten, punktgleich mit GRLXF Racing 3 mit unter anderem Jörg Langen. So, das war die Meisterschaftswertung im Schnelldurchlauf. Gleich geht's los. Ja, The Broadcast Team hat das Fahrzeug gewechselt, die fahren nicht mehr Ford GT, die fahren jetzt einen Audi, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Müssen wir da einmal schauen. VE Racing mit Udo Wagner sind wieder mit dabei auf der Corvette C6R.
Und ja, die üblichen Verdächtigen, Ridgewood Cool auch wieder mit dabei. RML selbstverständlich mit dabei. Drei Teams Independent Sim Racer haben wir diesmal dabei, denn es gab eine Neunennung, nämlich das GT3-Team auf einem BMW Z4 GT3. Mit unter anderem Andreas Leikam, Sascha Siegert. So, und ich schau mal eben, wie weit die Autos sind. Das sieht gut aus. Es fehlen nicht mehr viele. Fünf Fahrzeuge fehlen noch. Ja, wenn ihr wieder Fragen habt oder zum Interview kommen möchtet, dann könnt ihr uns anstupsen. Meine Wenigkeit Christoph Weber oder Lutz Enger. Der kommt gleich auch mit dazu. Bitte alle Proteste an Lutz, nicht an meine Wenigkeit. Ich bearbeite diese nicht. Das möchte ich schon mal im Voraus sagen. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Ja, und da kommt schon die erste Frage. Gibt es ein Bild? Gleich gibt es ein Bild. Und, ja. Jörg, gleich gibt es ein Bild. Schöne Grüße an den Jörg übrigens. GALXF Racing 3 ist es. Wir warten so lange aber, bis alle Fahrzeuge rausgefahren sind. Das sind nicht mehr viele, zwei fehlen noch. Also ich darf aktuell nichts machen, darum haben wir noch diesen wunderschönen Flyer. Aber wir sehen in Daytona war. Okay. Ah, danke für die Information. Derjenige weiß Bescheid. So, da bin ich wieder. Nicht wundern, wenn Hintergrund nur ein Patch, das ist unser. Der will nicht ruhig sein. So, wir warten jetzt ganz gespannt, dass alle Fahrzeuge unterwegs sind und das müsste jetzt auch der Fall sein. Das heißt, wir begrüßen auch gleich Lutz Enger bei uns. Genau. Also jetzt müssten alle auf der Strecke sein, wenn ich das richtig sehe. Und das heißt, wir. Gleich darf ich. So. Ja, wir können natürlich jetzt auf die Strecke gehen. Das ist mir jetzt egal. Ich hoffe mal, dass es die Einblendung ist. Genau. Das ist sie. Ich bin mal einfach so frech. Da haben wir Marius Bert. Ja, das ist immer so die Sache. Ich muss immer erst warten, bis der Lutz Enger fertig ist. Weil der arbeitet im Hintergrund immer noch auf den Rechner, wo wir auch streamen. Von daher muss ich immer erst gucken, ist er jetzt fertig, darf ich rumwerkeln und dann, ne, sehen wir auch was von der Strecke. Also ich habe es natürlich nicht vergessen umzuschalten. Das hat schon alles so seine Gründe. Ich bitte das natürlich zu entschuldigen. Aber so wie ich euch kenne, entschuldigt ihr das sowieso. Also, das ist noch nicht der Rennstart.
Übrigens, es gab auch hier blaue Blinklichter. Der Kampf um die blaue Lampe, so nennen es ja mittlerweile schon einige Fahrer und wir Kommentatoren. Und ich würde mal ganz schnell die Namen vorlesen, die ein blaues Blinklicht bekommen haben. Nämlich Threeride Motorsport, Independent Sim Racer, DRL XF Racing 1, Oyster Racing 2. Natürlich nehmen wir auch noch die Startfahrer. Bei Threeride ist es Marius Baird. Bei Independent Sim Racer GT2 ist es Sebastian Röhn. Auf der 3 GRL XF Racing 1 mit dem Carsten Wilhelm. Auf der 4 Oldstar Racing Team 2 Michael Reiter. Auf der 5 Independent Sim Racer GT3 Andreas Leikam. Auf der 6 RTM Racing René Kirchhoff. Auf der 7 GRL XF Racing 2 mit dem Achim Krause. Auf der 8 Danieles Conscienza RSL Gaming Team 1. Auf der 9 Will Graf, GTA 30 Team Racing Dirk Suder und GP Racing Team Sven Dreier hat das letzte Blinklicht. Also da sind wir gespannt, wie das wird. Wollen wir erst gewinnen wird. Also so knapp das Qualifying war, ich möchte eigentlich gar nicht entscheiden, wer gewinnt. So, jetzt geht's übrigens in Doppelfall, denn wir sind im dritten Sektor. Und ich begrüße recht herzlich Lutz Enger. Oh Mann, ey, das kriegt er aber auch immer sofort mit, der Christoph. Ich war ganz vorsichtig mich hier reingeschlichen. Ja, auch von mir herzlich willkommen hier zu den 12 Stunden Silverstone. Gerade rechtzeitig haben wir die Autos hier auf die Strecke gekriegt. Okay, wir haben es jetzt 12.12 Uhr, aber die kleine Verzögerung haben wir ja eigentlich jedes Mal. Aber es hat alles problemlos funktioniert. Die Verzögerung entstand einfach dadurch, dass wir noch eine kleine Änderung am Plugin vornehmen wollten, mussten. Somit haben wir nachher im Live-Scoring die blauen Flaggen deutlich besser im Blick. Und die sind ja hier ganz entscheidend heute. Und es gibt ja schon einige Neuerungen. Ich weiß nicht, was der Christoph schon erzählt hat. Da kommen wir aber später nochmal zu. Denn es geht jetzt erstmal los. Der vorletzte Lauf der International GT3 Meisterschaft hier auf sim-racing.org. Marius Baird bestimmt jetzt das Tempo und Abstand und Ziel darf überholt werden. Das ist jetzt der Fall und los geht's. 12 Stunden Silverstone. Genau so sieht's aus und wir sind ziemlich begeistert. Im Moment sieht das noch so aus, als ob die noch eine Formation Lap gehen. Nein, also die sind jetzt im Rennspeed. So, und wir gucken mal hier und das sieht alles ganz fantastisch aus. Keinerlei Vorkommnisse. Alle 28 Fahrzeuge sind im Rennen unbeschädigt, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass es nicht in der Formation Lab irgendwelche Probleme gegeben hat. Und ja, Marius Baird, der Polesetter, hier auch richtig gut unterwegs. Und ich sehe hier gerade auf Position 3. Wieso kann man das nicht schalten? Jetzt los hier. Probier mal die 27. Geht gar nichts. Okay, bei mir auch nicht. Mach mich nie wahnsinnig. So, egal. Wir sind jetzt erstmal hier bei Ronny Hähnel, der jetzt seinen zweiten Platz gerade eben schon eingebüßt hat. Und dahinter... Ja, Independence, das ist Sebastian Röhn. Die haben nochmal gewechselt, die Fahrer. Ah ja, stimmt. Ronny fährt ja gar nicht, der Sebastian fährt. Genau. So, und warum haben wir jetzt hier in Gottes Namen kein Plugin? Ja, großartig. Zum Rennstart kein Plugin. Also wir werden das gleich nochmal rejoinen hier. Da haben wir ja den großen Vorteil, dass wir das können. Da ist irgendwas schiefgelaufen, wahrscheinlich hier mit unserer Hin- und Herschalterei. Erstmal völlig wurscht. Ihr findet auf sim-racing.org direkt auf der Startseite rechts oben das Scoring und ihr könnt dort problemlos das Rennen in tabellarischer Form mitverfolgen. Und solltet ihr auf alle Fälle tun, weil es ist wirklich spannend zu sehen. Aktuell größter Gewinner ist Niklas Markschin, RML Racing Team 1. Also der ist mittlerweile auf die 10. Position. Das war ja mit einer der Teams, die ja strafversetzt wurden aufgrund Cuttings. Leider Gottes 5 Positionen, aber Strafe muss sein und es ist klar im Reglement beschrieben, was zur Strecke gehört und was nicht, und die Rennkommissare haben sich das ganz genau angeguckt.
Ja, da haben wir gut gesessen heute Nacht. Achim Krause ist auf seiner siebten Position geblieben, auch der ja strafversetzt. Allerdings hat er nicht den Cut gefahren, sondern sein Teamkollege. Und ja, von daher hat es erstmal nichts gekostet. Und der ist hier auch richtig, richtig dran an René Kirchhoff. Finde es ja lustig, dass die ersten acht fast alle identisch sind hier, dass das hier fast alles stimmt. Aber eins können wir schon sagen, wir werden heute nicht die Zeiten sehen, die wir gestern Abend im Qualifying gesehen haben. Da hatten wir tiefe 1,59er Zeiten, wo wir noch gemutmaßt haben, ob wir eine 1,58 sehen. Das war leider nicht der Fall. Nee, Und ich das denke war. mal, Schön. dass wir im Laufe des Rennens Zeiten über 2 Minuten sehen. Denn die letzte Runde, Marius fährt eine 2,03, aber die Reifen sind noch nicht auf Temperatur. Tank ist voll und das Adrenalin ist auch noch hoch. Ja, richtig. Witchwood fährt nach wie vor. Nee, Witchwood ist nach vorne gekommen auf Position 9. Die haben hier einen richtig guten Start hingelegt. Die sind von 12 gestartet. Die waren auch ein bisschen Profiteur der Strafen. Da ist ein Team ist nach hinten gesetzt worden. Und ja, wir sehen es hier. Und die ganzen blauen Blinklämpchen, das sind alles die Fahrzeuge, die in den Top 10 qualifiziert waren. So, jetzt geht's auf einmal wieder. Das ist ja lustig. Ja, Aber nicht verwundern. wir können hier noch nicht umschalten. Aber wenigstens haben wir schon mal eine Anzeige. Aber nicht verwundern, dass RML Racing Team 1 mit Niklas Magschin ein blaues Blinklicht haben, denn diese Blinklichter wurden verteilt nach dem offiziellen, als das Ergebnis noch inoffiziell war. Und dadurch haben sie als sechs Platzierten eigentlich ein blaues Blinklicht, aber plus 5 auf 11. Das heißt, eigentlich hätten sie keins, aber die Rennleitung hatte ein Erbarmen anscheinend und hat denen doch ein blaues Blink-Blink-Licht gegeben. Kannst du mal bitte probieren? Ich glaube, meine Tastatur geht nicht. Kannst du mal bitte eine 1 drücken auf den Nummernblock und mal gucken, ob dein Nummernblock auch an ist? Also meiner ist an und ich kann gar keine Position auswählen. Bist du auch an der richtigen Tastatur? Ja, eigentlich schon. Ja, wir werden das mal gleich hier ein bisschen checken. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt, wir haben 12 Stunden vor uns und wer sich nicht zu hundertprozentig sicher ist, wo was zu sehen ist. Ihr findet im Scoring oben in dem Kästchen steht die Zeit, die noch zu fahren ist, nämlich 11 Stunden 54 und Minuten und 37,5 Sekunden im Moment. Jetzt waren es nur noch 32, okay. So, das ist Alex Piccolo gegen Niklas Magschin. Wir hatten sich in dieser Saison auch schon mal ein paar schöne und faire Duelle vor allem gegeben. Richtig, richtig. Wir hatten während der Testrennen noch einen Protest gegen Alex Piccolo. Da hat er auch eine Verwarnung bekommen, die habe ich nur noch nicht gepostet. Das heißt, wenn er hier jetzt auffällig würde, dann würde er eine Zeitstrafe bekommen. Und After Race, Boah, aber jetzt das sieht, geht's. ja gut, da gab es zwar eine Berührung jetzt, aber wir dürfen nicht vergessen, Alex Piccolo ist hier der schwerste, oder Witchwood hat das schwerste Auto im Feld mit 80 Kilo Zusatzgewicht. So, jetzt kann natürlich sein, dass hier alles abstürzt gleich. Schauen wir uns das Ganze mal aus dem Cockpit aus an. Onboard bei Niklas Magschin, Sebastian Rhön auf Position 4. Also da gab es einen kleinen Fehler. Michael Reiter ist da jetzt vorbei. Liegt jetzt auf Position 3. Vorne immer noch unverändert Marius Bett und Carsten Wilhelm. Auf 1 und 2. Aber wir sehen, Niklas kommt da nicht so richtig dran an den Alex und ja. RSR Gaming ist da auch noch mit dabei. Dann ist eine kleine Lücke, aber dahinter sehen wir es. Da geht es auch richtig zur Sache. Ach, du hast umgeschaltet gerade? Ja. Entschuldigung. Klappt es denn wenigstens jetzt, oder? Nee. Klappt nichts. Aber bei mir reagiert hier gar keine Tastatur. Das ist unser Auto. Huh. Ja, Moment.
Sorry für die Verwicklung. Wenn wir mal eben, wo wir was haben. Ja, bleiben wir erstmal bei Niklas Markschin drauf, aber beobachten weiterhin, was dahinter und davor alles so passiert. Während unsere fleißige Simrace TV-Techniker mal schauen, was da los ist mit dem Umschalten. Gut, wir warten jetzt hier die erste halbe Stunde ab und dann machen wir einen kurzen Break. Allerdings nicht im Livestream, nur hier im Game. Wir wollen jetzt hier erstmal nichts verpassen und gut, es geht. Diese blöde Einblendung jetzt hier, die ist leider ein bisschen doof, aber wir sehen zumindest Marius Bert momentan immer noch der Führende, was der so für Rundenzeiten fährt. Das wird hier unten jetzt angezeigt. Normalerweise sollte das dann immer von dem Fahrer kommen, den wir hier auch im Bild haben. Das wird dann nach unserem kleinen Break auch wieder so sein. Vierte Rennrunde, Marius Bert führt vor Carsten Wilhelm, dann Michael Reiter, auf der 4 Sebastian Röhn, auf der 5 Andreas Leikamp, 6 Achim Krause, 7 René Kirchhoff, 8 Daniel Confianza, 9 Alex Piccolo und auf der 10 Niklas Markschin. Ansonsten ist sonst noch einer weit nach vorne gekommen. Hier da aktuell kein Simracing for Holland, auch wieder mit dabei, auf einer Corvette C6R GT3. Genau, da sollte man überhaupt mal hingehen, weil die haben nämlich, jetzt kann ich hier gar nichts mehr bedienen. Ich kann doch nicht mal mehr durchschalten. Achso, ist ja auch die falsche Tastatur. genau, da sollten wir mal gucken. Aber schauen wir uns mal hier, vielleicht noch ein paar Worte gerade zu GP Racing. Die haben im Testrennen und auch gestern im Qualifying eine astreine Leistung abgeliefert. Hatten hier wirklich super, ja, wir waren alle total überrascht, dass die so gut unterwegs waren. Und leider hat der Robin Hasse dann auch ja, in seiner schnellsten Runde einen Cut fabriziert, sodass es 5 Plätze zurückging. Ja, das verwechselst du gerade. Das war wieso? Der Sebastian Deck, der die Runde gefahren ist. Robin Hasse ist ja für RML1, wo er aktuell nicht das Markschin ja, 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 steuert. Genau. Ja, richtig. Aber nichtsdestotrotz, ja, der Sebastian war das genau. Ja, und der ist dann raus. So, witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, hier haben wir auch das dritte Auto, beziehungsweise das erste Auto von Independence Sim Racer, der einzige Porsche, der hier im Feld ist. Wir sind sehr, sehr froh und rechnen das ganz hoch an. Der Porsche ist hier unterlegen in dieser Modifikation. Und dass die Jungs das Auto trotzdem noch fahren, großartig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwann mal zu... Ja, da haben wir die Corvette. Und was ist jetzt? Achso. Ja, diese Kamera. Ja, nee, ich hab hier eine andere Tastenbelegung, deswegen muss ich hier erstmal. Genau. So, und jetzt hört sich das Ganze schon mal wieder ein bisschen mehr nach Corvette an, weil das war vorher eher so eine zornige Kreissäge, das Auto. Und die Jungs sind hier wieder mit dabei. Der Johann Newenhoff ist hier momentan am Steuer und. Ja, wollen wir mal hoffen. Lutz, can I speak with you one moment? Please? I'm Gabriel, reserve. Hallo! Hallo! Can I speak to you one support, moment, in support, bitte. Come in support, please. Ah, okay, thank you. Ja, so geht's zur Sache. Also, Sim Racing for Holland ist wieder mit dabei, haben ja unter anderem das Auto gewechselt auch. Von Ford GT auf diese Corvette, wie Lutz gesagt hat, auch wirklich nach einer Corvette jetzt sich auch anhört. Kommen wir mal zum Racing for Holland. Aktuell auf der 18. Position vor ihm Dog Racing mit Olaf Ness und hinter ihm LSF Racer Andreas Borde. Also Jaguar, Corvette, Audi. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir The Broadcast Team Ferrari 458. Also kein Audi. Gute Connect. Da am Steuer. Hier haben wir unsere Fahrgemeinschaft. Heute leider nur mit einem Team mit dabei. Stefan Denike. Hier haben wir Dog Racing. Lazy Man. Lamborghini Gallardo LP 560 plus GT3 auf der 27. Die sind gestern nicht das Qualifying gefahren, starten also von ganz hinten. Schauen wir mal, was für die geht.
Racing Association ebenfalls mit dabei. Und ja, da haben wir ebenfalls ein neues Team, das ist nämlich Flat Spot Racing. Patrick van Wolferen im Design, was ähnelt das WRT Belgium Club Racing Team, wo er anderen auch Christopher Mies fährt im Rahmen der Blanc Pain Endurance Series, die ja letztes Jahr die Fahrer sowie Teammeisterschaft gewonnen haben. Da haben wir unsere zweite Corvette. Ey Christoph, 12 Stunden. Ja, und der letzte Lauf wird noch besser. 24 Stunden Nordschleife. Moment, ich muss hier gerade mal was checken. Okay. Dann schauen wir uns ein bisschen die VE Corvette an. Waren ja lange Zeit auch nicht mit dabei. Team hatte sich ja eigentlich schon aus der Meisterschaft verabschiedet, aber ja, wie hattest du gestern gesagt, jetzt hört sich die Corvette wieder gut an. Ja. Jetzt wollen sie wieder. Genau. Info für den Andi Schmich. Der Sync ist wieder an. Den hat jemand von der anderen Rennserie hat den Sync komplett ausgemacht. Ich habe das jetzt wieder angestellt. Also es bitte synken. Ja, gut, meine Tastatur sagt jetzt hier geil. Ja, natürlich zeigen wir Zweikämpfe, Jörg Vogel. Nur, wie ich es eben gerade schon mal gesagt habe, wenn Lutz was macht, dann darf ich nichts machen. Und muss immer auf sein Okay warten. Natürlich wollen wir Zweikämpfe zeigen. So, genau. Aber so wie es aussieht, darf ich jetzt wieder. So, schauen wir mal. Ja, zeigen wir doch mal die Spitze, würde ich sagen. Marius Bert gegen Carsten Wilhelm im Windschattenduell. Und? Außen herum? Oh! Wo ist der Marius? Wo ist denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Nee, oder? Oh. Der ist weg. Ja, die Zeit läuft aber noch für ihn. Die Zeit läuft noch für ihn. Jetzt schaue ich eben mal in TeamSpeak, ob ich da eine Ping-Anfrage bekomme. Also er sagt Marius Bert ist in der Box. Marius Bert hat einen Disconnect. Das ist jetzt nicht wahr. Gott, die arme Sau. Er hat doch einen ganz normalen Ping im TeamSpeak zumindest. Ja, aber wir haben es ja gesehen, er ist hier von der Strecke geflogen. So, es geht ja gut los hier. Und jetzt ist auch die Anzeige weg. Können wir gleich nochmal probieren, eventuell mitten rumschalten. Vielleicht war das ja einer mit der Gründe. Aktuell im Bild Michael Reiter All-Star Racing 2. Vorsicht, warte. Achso. Das Einser-Team ist ja heute nicht mit dabei. Beziehungsweise normaler setzen Stefan Kanitz und Michael Reiter auf ein Einser-Team und auf ein Zweier Andreas Schmich, Danny Schubert und Martin Bisold. Genau. Und aber wir sehen da hinten bereits blaue Flaggen. Das müssen wir jetzt erstmal checken, weil die haben mit Sicherheit eine Runde zu wenig bekommen. Nö. Ja, weil die blaue Flagge ist wieder weg. Nee, das ist alles richtig. Auf jeden Fall Sim Racing Frauenland weit zurückgefallen auf die letzte Position. Johann Neuenhof. Ja. Gut, ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich den Marcel hier irgendwo finde. Darf ich sonst umschalten, oder? Ja, du kannst machen. Gut. Musst nur ins Bild klicken. Ja, okay.
So, dann sind wir jetzt auch hier mittendrin statt nur dabei, aber jetzt sehen wir auch den Fehler von Niklas Markschin. Da haben wir ihn, ist mittlerweile vorbei an Alex Piccolo, der stand aber richtig quer gerade. Die beiden sind vorbei an RSR Gaming. Aber Niklas Markschin bisschen zu weit rausgekommen auf der alten Start- und Zielgeraden. Ansicht von hinten zu Alex Piccolo und Daniele Sconfienza. Wir versuchen natürlich alle Zweikämpfe zu zeigen, aber ja, so eng wie das hier zur Sache geht, können wir einfach nicht alle zeigen. Dann müssten wir Bild im Bild im Bild im Bild im Bild machen. So, und wir sehen übrigens, dass der Marius Bert wieder da ist. Es ist. Also da vorne haben wir RTM und vor RTM, das ist Marius Bert. Also, was das jetzt wohl war. Schauen wir mal. Ja, sechste Position. Und wir haben auch eine Zeit wieder am Laufen. Mal kriege ich den irgendwie. Jetzt geht's da hinten aber richtig zur Sache ab. Leider ist es so eine Sache mit den Anwählen. Das ist Piccolo und wen haben wir da? Daniel Hake. Also gehen sie es hier richtig. Die haben einmal die komplette Streckenbreite genutzt. Aber alles wunderbar dahinter. Sven Dreier für GP Racing. Und der Marius ist übrigens wieder da los. Oh, da ist er wieder weg. Ja, wir würden ja gerne die Autos direkt anwählen, das haut aber leider noch nicht so hin. Und jetzt sehe ich Daniel Sconfienza weit zurückgefallen auf die 26. Position. Also was da jetzt los ist, also da wird, glaube ich mal, Lutz, ja, er ist schon unten und fragt nach. Da sind wir gespannt, was da der Grund sein wird. Würde gerne zum Bastian Rhön. Und da haben wir ihn auch. Und Lutz kann uns jetzt mit Sicherheit sagen, warum RSR Gaming so weit hinten ist. Ja, die kommt gleich wieder vor. Die letzten drei unten gelisteten Teams, jetzt sind es nur noch zwei, RSR, Online Motorsport und Sim Racing for Holland, haben die erste Runde nicht gezählt bekommen. Und deswegen, die kriegen jetzt gerade eben, der Marcel gibt denen gerade die Runde zurück und dann sollten die eigentlich in Kürze wieder da sein, wo sie hingehören. So, Mario Bert will natürlich wieder nach vorne. Wo kommt der denn auf einmal wieder her? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Der ist ja da. Danke an den Martin Wiesold. Also der ist wohl. Ja, der ist wohl irgendwie wieder aufgetaucht. Also der Martin Wiesold schreibt mir gerade, Mario fliegt eigentlich auf 2, hat aber eine Runde irgendwie weniger. Siehe Lifetiming. Ja. Nö, der hat genauso 10 Runden wie der Führende. Also, da ist nichts zurück, der ist auf Platz 4 jetzt. Ja, ist vorbei an Sebastian Rhön. Ja. Gut, da war das Auto also kurzzeitig nur bisschen, weg. Bisschen crazy hier gerade im Moment, aber wir haben heute wirklich alles, alle Vorsorge getroffen, die man treffen kann. Und gut, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt hier. So, wenn die alle schön eng dranbleiben, dann ist es hier ein schönes Gespann. So, Moment, ich muss wieder kurz in Support. Ja, Martin, das Live-View darfst du nicht beachten, du musst den Scoring beachten. Weil da haben sie 12 Runden, aber das
Rennen hat eigentlich, beziehungsweise der Carsten Wilhelm geht jetzt erst in seine 11. Runde. Also bitte das Scoring benutzen. Aber was ich sagen wollte, das wird hier auch ein schöner, ja. Das sind wie viele Fahrer? Also wenn ich das richtig zähle. Dann haben wir das Freeride, Independent Simulator GT2, 3, RTM, RML 1, RFR Gaming 1 und Witchwood, die da hinten alle so im D-Zug sind. Ich würde ja gerne, da haben wir zu Niklas Markschin, weil da ist es mit am spannendsten. Von dieser, ja, sich Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppe, die sich da bildet und manchmal trennt. Die Zug Sven Dreier ist da mit dabei. Gehen da etwa schon den ersten Überrundungen. Nee, das war Alex Piccolo und Daniel Hake. Also das Ganze mal aus der Cockpit-Sicht an von Niklas Markschin vor dem René Kirchhoff. Der ihm Daniel Confianza. Der jetzt seine Runde übrigens wieder bekommen hat. So, und da sehen wir, René Kirchhoff ist vorbei an Andreas Leikam. Und ja, jetzt ist das hier Vierergruppe. Schauen wir mal, wer kann jetzt besser raus beschleunigen. RML natürlich noch mit Gewicht drin. Oh, fährt den Niklas hier ganz dicht auf an Andreas Leikam. Kampf um die siebte Position ist das hier immer noch. Also da sind wir verdammt gespannt, wie das noch in diesen 11 Stunden und 34 Minuten wird. Wenn das jetzt schon so spannend ist, wie soll es denn erst heute Abend werden, wenn es denn dämmerig wird? Ja, also hoffentlich bleibt es so, ne? So, Sim Racing for Holland ist in der Box, sehe ich. Upsala, und der schöne Quersteher hier von RML, das dürfte der Niklas sein, oder? Ja. Genau. Aber hat keine Position verloren, aber dafür Abstand auf Andreas Leikam. Das bedeutet natürlich auch wiederum, dass Daniel Confianza rankommt. In kleinen Schritten, aber wir sehen der Abstand. Allgemein dieser, ja, ich nenne es mal D-Zug, der löst sich so langsam auf. Vielleicht mal eine kleine Durchsage an die Teams. Wir machen hier keine Live-Stewards. Sondern es geht, wenn ihr Probleme habt im Rennen, dann sollt ihr mich anstupsen. Nicht, wenn irgendeiner cuttet oder sonst dergleichen Dinge. Darüber schreibt ihr bitte Proteste. Es kann nicht sein, dass ich dann können wir den Livestream absprechen dann. Das geht nicht. War schon immer so, also bitte Vorkommnisse auf der Strecke gegenüber anderen Teams als Protest. Und anders geht das nicht. Ich kann jetzt hier im Livestream nicht zurückspulen oder sonst dergleichen Dinge, um mir Situationen anzugucken. Ich würde mal sagen, nach 30 Minuten gehen wir so mal ja. Alle Positionen durch. Also,
Ich würde das jetzt, genau, nur noch zusätzlich, du machst das jetzt mal mit den Positionen und danach machen wir hier, gehen wir mal kurz raus, zeig mal ein bisschen unseren schönen Flyer und versuchen mal hier eine vernünftige Steuerung in die Reihe zu kriegen. Also, es führt aktuell GRL XF Racing 1 mit den Carsten Wilhelm am Steuer. Vorsprung 6 Sekunden vor Olza Racing Team 2 Michael Reiter. Ah, sorry, warte mal. 5 Sekunden vor GRL XF Racing 2 mit den Achim Krause, das ist der verbliebene Alpina. Auf der 4 haben wir Marius Wert. Auf, ja, oh, jetzt ist der Niklas da ganz weit rausgekommen. Aber nichts passiert. Auf der 4 haben wir in 3Ride Motorsport Marius Wert. Vorhin mit leichten Problemen haben wir ja gesehen, aber jetzt scheint wohl wieder alles zu funktionieren. Auf der 5 Independent Simracer GT2 mit den Sebastian Röhn. Auch schon einige Positionen verloren. Die Gründe sind uns da noch nicht bekannt. RTM Racing René Kirchhoff auf Position 6. Auf der 7 das neue Team, das GT3-Team von Independent Simracer Andreas Leikamp. Auf der 7. Position RML Racing Team 1 Niklas Markschin auf der 8. Auf der 9 RSR Gaming Team 1 Danieles Confiencia. Auf der 10 Witchwood Alex Piccolo. Auf der 11 GRL. Irgendwann kriege ich den Namen auch mal hin, schnell auszusprechen. GRLXF Racing 3 mit den Daniel Hake. Auf der 2, auf der 12. Position unser einziger Porsche 997 GT3 R. David Putzke, Independent Simracer GT1. Witchwood Cool auf der 13. Position mit dem Ivan Granini. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, Entschuldigung. Auf der 14. Wilgraf GTA 30 Team Racing mit dem Dirk Suda. 15. Position RML Racing Team 3, Thorsten Schwertfeger. 16. Online-Motorsport.com Martin Rösler. Den Doc Racing Olaf Ness. 18 RML Racing Team 2 mit den Carsten Fischer. Auf der 19. LSF Racer mit den Andreas Orde. Gewechselt vom McLaren MP4-12C auf dem Audi R8 Ultra Spec 2013. Oh, Christoph, irgendwann mache ich dir einen Antrag. Wegen was? Ja, wegen deines Wissens. Ich stehe auf Wissen. Auf der 20. Position Racing Association 1 mit Detlef Borchers. Auf der 21. 1 von 2 Fahrgemeinschaftsteams. SRC und SKS. Team 1 ist mal leider nicht mit dabei. Stefan Denicke auf der 21. Position. 22. Broadcast Team. Der Team, was ja letztes Mal noch den Ford GT gefahren ist. Jetzt ein Ferrari. 458 Italia Spec 2012, um genau zu sein. Nico de Kondnik. Auf der 23 Racing Association Team 2 mit dem Kevin Mass. 24 VE Racing Corvette C6R Udo Wagner. Auf der 25 GP Racing Sven Dreyer, also ich glaube, den wurde eine Runde nicht gewertet. Denn jetzt halte ich mal eben hier mit der Kamera an, weil die müssen jetzt eigentlich hier kommen. Ja, bei dem wurde eine Runde nicht gewertet. Ja, dann werden wir das mal auch korrigieren. Halt das mal bitte fest. Also, tu mal bitte jetzt nichts. Okay, dann lese ich noch die letzten Fahrer vor. Flatspot Racing mit dem Patrick von Wolfferen. Das neue Team auf einen Audi R8 LMS. 2013 auf der 25. Position, nein 26, Entschuldigung, auf der 27, nach dem aktuellen Standing, wie gesagt, was im Scoring steht, Sim Racing for Holland, Johann Njoenhof und auf der 28, last but not least, Lazy Man Racing mit Sebastian Nigille. Genau, und GP ist dann wieder auf Platz 11. Mit dem Sven Dreier, also jetzt sollte wieder alles hier vernünftig stimmen. Und Sim Racing for Holland, die sind auch wieder hinten, kann das... Also ja, die waren an aber Box. Jetzt irgendwie an der Box, also die hatten einen Boxenstopp. Stimmt, ich sehe es gerade, eins steht da, genauso wie Lazy Man und Flat Sport. Ja.
Richtig, also da scheint zu stimmen außerdem ist Marcel ja da, das heißt, wenn dort irgendwas ist, das kann Marcel machen. Beziehungsweise er würde mir das dann übermitteln, dass ich das ändere. Also scheint alles soweit erstmal bereinigt zu sein. Ja. So. Dann versucht Lutz mal sein Bestes, damit wir auch umschalten können. Genau, jetzt machen wir mal ein ganz kurze. Jetzt zeigen wir euch hier mal unseren wunderschönen Banner und versuchen jetzt mal hier einmal hier rauszugehen. Also 12.46 Uhr haben wir es mittlerweile schon. So viel ist im Rennen schon passiert, also wenn wir so eine stündliche Zusammenfassung wie so manche amerikanische TV-Sender machen würden, machen Radio. Also erstens, das, weil ich auch mal Anfragen bekommen habe, ob wir so während des Rennens so eine Art Review machen können, nur radiotechnisch, nicht mit Bildmaterial, weil wir diese Aufnahmen nicht ganz schnell zusammenschneiden können, hochladen können und dann hier abspielen. Das können wirklich nur TV-Sender. Aber ich kann euch so viel sagen, dass auf der Strecke immer noch zwei Kämpfe sind. Wir versuchen natürlich schnellstmöglich wieder auf den Server zu kommen, beziehungsweise dieses Problem zu beheben, damit wir auch ja keinen Zweikampf verpassen. Wir müssen ja bedenken, die Teams müssen ja, ich glaube, was war es, an 4 Rennen in dieser Multileague dran teilnehmen, um eine Wildcard für das legendäre 24-Stunden Le Mans-Rennen zu bekommen. Am 29. und 30. Juni, also eine Woche nach dem realen 24-Stunden Le Mans, da sind wir mal gespannt. Irgendwann ist Mod Release, sind wir mal gespannt. Und gespannt sind wir, ob wir rumschalten können. Können wir? Ja. Wir können. So, es funktioniert zumindest jetzt erstmal soweit. Wunderbar. Also ich hoffe, keine Ahnung, was es war. Witzigerweise, ich glaube, der Christoph hatte eine Vorahnung, weil der hat gesagt, na, so lange, bis es abstürzt. Und ich kann mich nicht entsinnen, in den letzten Jahren, dass das Plugin mal abgestürzt wäre. Also dass das TV, der TV-Style mal abgestürzt wäre. Früher war das tatsächlich häufiger der Fall. Ja. Wollen wir mal hoffen. So, da sehen wir den Führenden, Carsten Wilhelm. Wir gehen auf die Position 2 und da haben wir... Nee, das ist nicht die 2, aber hier stimmt jetzt irgendwas drücken. Nicht. Das ist die 2. Drücke die 3, um die 2 zu erhalten. Ja, nee, das ist schon richtig, aber ich staune jetzt gerade, hat Marcel hier was umgebaut. Gut, also Michael Reiter für Allstar. Und jetzt muss man mal ganz klar sagen, Jungs, ich wünsche euch so sehr, dass ihr hier einen Erfolg einfahrt. Also das kann man sich gar nicht, das kann man gar nicht in Worte fassen. Weil, also Allstar sind wirklich die mit den Pecheimern links und rechts in den Händen. Aber jeder Fahrer hat wirklich 2 Eimer zu tragen. Und die schütten sie dann aber auch in jedem Rennen komplett aus. Und jetzt wollen wir mal ganz schwer hoffen, dass das hier heute ein bisschen besser über die Bühne geht und die Jungs insgesamt da eine bessere, weniger Pech haben und mal ihrer Leistung gemäß auch ins Ziel kommen. Und dass es ein klares Top-5-Team ist, das steht überhaupt außer Zweifel, also siegfähig, aber mit Sicherheit in den Top 5. Und ja, so, dann sind wir bei Platz 3. Sebastian Röhn, Independent Sim Racer. Gegen Achim Krause. Genau. Wo kommt denn der Krause auf einmal her da? Position. Ja, der war ja von 7 gestartet. Klar, Independence hat auch 60 Kilo, was sich hier höchstwahrscheinlich schwer bemerkbar macht. Übrigens noch ganz kurz zu Allstar. Eigentlich sollte alles klappen, denn vor einer Woche, das Tassen, was ich kommentiert habe, da sind sie ja schon mit Jörg Langen hier an der Stelle zusammengestoßen und standen rechts sind da in den Leitschienen und im Kies. Also toi toi toi, dass es diesmal klappt, es sollte eigentlich klappen, denn ja, sind da schon im Testen kollidiert.
So, jetzt weiß ich, was mich verwirrt hat. Wir haben eine neue Spalte bekommen, nämlich die Position in der Klasse. Und deswegen war ich vorhin schon so fasziniert, dass das alles einheitlich war. Da hat schon einer Philemon mitgedacht. Ja. So, jetzt aber Markshin gegen Leikam. Dann. Genau. Und die geben sie jetzt hier richtig. Millimeterabstände hier und. Oh, da passt keine Sonntagszeitung mehr dazwischen. Mit den vier Buchstaben. Ja. Blöd. Ja. Sieht so manchmal aus, als könnte Niklas an manchen Stellen schneller, aber der Andreas macht immer die Tür zu, so wie es aussieht. Drei so. Team von Independence ebenfalls auf einem BMW Z4 GT3 unterwegs. Hier sieht man richtig schön, wer alles so ein blaues Bling-Bling-Licht hat. Der Kampf um die blaue Lampe, wie so manche Fahrer ja mittlerweile schon vorhin Qualifying gesagt. Ja, nicht nur am Nürburgring ist das so, mit den Top 20 Fahrern oder Top 40 mittlerweile, glaube ich. So, jetzt kommt hier der Angriff von RML. Aber. Ja, oder jetzt auch durch, da muss er. Oh. Ja, da war er, also da war er schon daneben. Das war sauber. Da kann man nichts sagen, dass man hier vielleicht das ein oder andere Mal angelehnt hat. Aber da kommt jetzt auch RSR und die machen hier richtig Alarm. Und. Und auch kommt noch GP noch. Geht vorbei. Ach, ja, das ist GP. Oh! Oh. Aber Niklas jetzt mit einem Fehler im Hintergrund stand auch quer. Heidewitzer. Ja. Ja, RSR macht hier Alarm, aber fragt so nicht von. Nach Sonnenschein. Wir sehen ja beim Daniele Sconfianza im Cockpit Link GP Racing, da vorne RML. Oh Gott. Und jetzt hier geht's ab, ey. Das ist wirklich Sprintrennen. So wie Olli Hönig mal sagte, heutzutage die 24 Stunden, 12 Stunden und 24 Stunden Rennen sind eigentlich nur noch Sprintrennen. So, GP Racing versucht es. Ja, steckt aber nochmal zurück. Boxenstops, ja, wir erwarten die ersten Boxenstops so gegen 13.05 Uhr circa, 13.10 Uhr. Ja, so circa, ja, ja. Also 12 sind wir auf die Strecke und ja, so, naja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es hier auf der Strecke ausmacht, also ich denke mal auch wieder so 55 Minuten, je nach Motorprogramm. Ja, also ich denke mal, dass jetzt hier noch einige pushen in diesen Zweikämpfen, das heißt, die ersten werden wir vielleicht schon so gegen, ja, so in 10 Minuten sehen. So, da hinten sehe ich Piccolo schon in die Box kommen, wenn ich das jetzt richtig. Wo ist denn der? Auf der. Ja, Piccolo ist hier schon an der Box. So, und hier sind wir wieder bei unseren Kampfhähnen Independence GT2, GAL, XF und RTM Racing. Ja, Olli, du hast deinen Namen gehört. Genau, ich habe dich zitiert. Wenn man schon mal die Chance hat, Promis der Realszene hier im Interview zu haben, beziehungsweise in der Moderatorenkabine insgesamt zu haben, dann sollte man die deren Aussagen auch weitlich ausnutzen oder ausschlachten. Könntest du einmal bitte Lutz das Scoring oben im Stream aktualisieren? Das hängt. Okay. Ja, ist schon passiert. 20. Runde stimmt. Ja.
Wollte der Olli eigentlich nicht mitfahren? Ja, nee, nicht mitfahren. Mitkommentieren wollte er, aber er sitzt im Büro und macht Buchhaltung, sagt er. Gut, Olli, dann... Ja, schön, dass du trotzdem zuschaust. Ich hoffe, du kannst dich konzentrieren. Wir können ja noch mal ein paar Zahlenkolonnen durchgeben. Halte das Buch mal schön weiter. Mhm. Genau. So, da kommt der nächste, nämlich das war das, ich glaube, der GRL Alpina, der da in die Box kam. Also wie vermutet, hier die ersten dann doch mit etwas mehr Motorprogramm unterwegs gewesen. Könnte allerdings auch sein, dass das, ja doch, nee, die anderen fahren ja noch. Also von daher, so, gucken wir mal weiter. Da ist es noch relativ knapp, aber das war jetzt eigentlich nur, so, dann gehen wir mal dahin, nämlich zu Ivan Chiarini. Der fightet hier gegen den Porsche von Independent Simracer GT1. Allerdings noch mit ein bisschen Rückstand. Gut, jetzt wird hier wahrscheinlich alles ein bisschen durcheinander kommen, schon allein deswegen, weil die Herrschaften hier jetzt alle an die Box kommen. So nach und nach. Ah, sieht so aus, als würde der Ivan auch rankommen an David Putzke. Ja, im Moment sieht es tatsächlich so aus. Der David hat ja in Daytona echt einen geilen Job gemacht, zumindest im Qualifying und eigentlich auch im Rennen. Die waren in den Top 10. Dann hat es aber irgendwie reingehauen. So mit Disconnects und Unfällen und... So, Achim Krause jetzt nach seinem Boxenstopp durchgereicht bis auf die 22. Position. Also da können wir mal sehen, wie eng das hier alles noch beieinander ist. So, wir gucken mal weiter. Ja, das neue Auto von The Broadcast Team. Die sind auch gechanged zu Ferrari von Ford. Zumindest beim F sind sie geblieben, die drei großen Fs, Fernsehen, Filzpantoffeln und Flaschenbier. Und haben hier doch, ja, ich sag mal, sind von ganz hinten gestartet. Werden wir mal sehen, momentan sind sie auf Position 24. Werden wir mal sehen, was kommt. So, dann haben wir hier Will Crave, die, ja, Lucky Loser, muss man sagen, von Daytona auf den dritten Platz gefahren in einem Herzschlag-Finale. Naja, Herzschlag nicht ganz. Eine Stunde vor Schluss war klar, dass sie sich gegenüber Witchwood durchsetzen können, aufgrund der besseren Strategie. Und haben sich irre gefreut über diesen dritten Platz. Und das auch völlig zu Recht. Also Dirk Suda, Jens Potschka, Gerd Oehlschlägel, Dietmar Sommerfeld, das sind alles die Piloten, die hier auf diesem Ferrari sitzen. Und ja, wenn wir mal sehen, wie weit es heute reicht. Natürlich haben sie ihre 20 Kilo dafür abgefasst, für diesen dritten Platz. Und ja, wenn wir mal sehen. So, da haben wir den Thorsten Schwertfeger fürs RML-Team. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Team müssen wir jetzt... Ah, Team 3, genau. Und den diesem Racing Forland Corvette leider etwas weiter jetzt hinten. The Witchwood Cool ist jetzt an der Box. So, jetzt gucken wir mal nach vorne. Wie sieht's da aus mit den Abständen? Ja, da ist auf der... Ja, gehen wir mal zur RSR. Die scheinen relativ dicht dran zu sein. Naja, dicht ist noch was anderes, aber wir werden mal gucken, wie weit sie, was da jetzt in Kürze passiert. Gegen RML Team 1. Also der Niklas hat das Auto hier richtig gut nach vorne gebracht. Von Platz 14. Jetzt auch in die Box rein. Stimmt, dann ist dieser Zweikampf hier, hat sich dann auch erstmal erledigt. Wir haben gesehen, das sieht so aus, als würde er abfliegen, aber nein, er fährt in die Box. Das ist so krass, diese Boxeneinfahrt. Ja. Also jetzt geht's so langsam los. Die Zeit der Boxenstops ist eröffnet. 13 Uhr haben wir es.
Das genau. Maxchen, der zusammen mit Robin Hasse übrigens fahren wird. Und bei GP Racing haben wir wieder Braun Deck an einen Rechner mit Sven Dreier. Ja. Aber Sven Dreier scheint an einem anderen Rechner zu sitzen, weil der fährt mit seinem Namen. Genau. Ja, aber vielleicht in dem Zusammenhang, wir senden mal ganz, ganz herzliche Grüße und weiterhin beste Genesungswünsche zu dem Fabian. Ich denke mal, es ist nicht der Rahmen zu erklären, was der Hintergrund ist. Sagen wir mal, der Fabian kann alle guten Wünsche gebrauchen und es ist schon alles relativ gut geworden, aber wir wünschen natürlich, dass es dann auch zur vollständigen Genesung reicht. Ja, ich hoffe, das ist angekommen und Fabian, toi toi toi, ich kann es dir nachfühlen und dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute. So, RSR jetzt dann erstmal, hat dann erstmal freie Bahn, aber ich vermute mal, die kommen jetzt auch irgendwann in die Box. Oh, hier aber ganz weit raus. Und ja, hier sehen wir diese Boxeneinfahrt. Ja. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns die generell mal an. Denn jetzt geht's in diesen Rechtsknick und ab jetzt gilt Boxenlimit. Und wir sehen, die Box ist zwar sehr groß, aber die ist tiefer gelegen. Und das war ja das, was die Zuschauer bei der Formel 1 Premiere auf diesem neuen Circuit ja bemängelt haben. Man sieht die Autos da gar nicht mehr. Und interessant, das Gebäude hat ein Architekt entworfen, der normalerweise Schulen Architekt. Sieht ja auch so aus. Ja. Wie eine Waldorfschule. Genau. So, Flatspot Racing kriegt derzeit eine blaue Flagge. So, jetzt geht's aber so langsam richtig ab. 4 Leute jetzt an der Box. Ja. Michael Reiter, Andreas Borde und das verschiebt sich alles wieder. Ja, und Flatspot cleart die Szene hier sehr professionell. RML Team 3. Passieren. Genau. Genau, jetzt ist hier wirklich Hochbetrieb in der Boxengasse. Aber unsere Kameraleute sprinten. So, und dann sehen wir, RTM ist irgendwie ziemlich dran an GRL XF3. Der Daniel Hake ist da, glaube ich, gerade vorbei. Also Daniel Hake hier der Highest Climber, würde ich jetzt mal so sagen, weil die sind meines Wissens von 18 gestartet und fahren jetzt auf Position 6. Leider sieht man hier nicht mehr im Scoring die Quali-Position. Aber ich kann mich dunkel erinnern, sowas in der Art war es. Sie waren jedenfalls ziemlich weit hinten. So, Führungswechsel. Carsten Wilhelm ist an der Box. Marius Bert führt wieder. Gut, dann wollen wir auch gleich noch eine Info durchgeben. Wir haben ja im Briefing gesagt, dass bei einem Escape... war souverän auf 17. Okay. Ja. Also GRL XF war souverän auf 17, pilotiert von Jörg Vogel. Das wollte er jetzt, dass ich ihm extra namentlich hier erwähne. So, und wie gesagt, Daniel Hake hier momentan das Ding ziemlich nach vorne gebracht. Allerdings jetzt auch in der Box, so wie es ausschaut. Ja, jedenfalls ist es so, ihr müsst, wenn ihr in der Box Escape drückt, nicht mehr den Server verlassen. Ihr werdet vom Plugin gekickt. Das ist tatsächlich so.
Ich kriege hier schon wieder nette Nachrichten über Skype. Der Kahn schreibt mir, er petzt das zu Beate, dass ich hier einen Antrag machen wollte. Der Jörg Vogel schreibt, nee, das wollte ich nicht. Doch, Jörg, das wolltest du. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. So, okay. Und nein, Stefan, du hast das falsch verstanden mit dem Antrag. Nö, hat er nicht. Aber ich ziehe ihn hiermit zurück. Okay. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Dann gehen wir mal zu Achim Krause. Der ist nämlich jetzt dran an Witchwood, am Alex Piccolo. So langsam kommen die sich hier wieder in die Quere. Ja, nicht Achim verwundern, dass Krause Raging fehlt. Accusation 2 da ist. Die waren noch nicht an. Doch, die waren schon mal in der Box, aber recht früh. Ja, dann werden die wohl einen Ticken länger fahren. Wahrscheinlich sind sie mit dem Quali-Setup losgefahren. Nicht wahrscheinlich, eventuell. Also es ist eine Mutmaßung unsererseits. Deinerseits, ich enthalte mich dort. Nicht, dass es heißt, ich habe gesagt, nein, nein, Lutz. Wenn, dann hast immer du das Falsche gesagt. Weißt du Ja. doch mittlerweile, Christoph. Ja, weiß ich. Ich So, weiß aber jetzt auch, dass Krause, wenn. aber bitte? Ich weiß aber auch, dass wenn Dreier, René Kirchhoff, Sebastian Rhön an der Bord sind. Genau, und wir sind hier im Cockpit von Achim Krause. Und schauen mal, ob er hier eine Gelegenheit findet, den Piccolo Ferrari zu knacken. Ja, es sieht jetzt gar Ja, nicht mal so schlecht aus, aber hier ja. ist natürlich jetzt nur schwer möglich. Ja, rutscht das Auto ein bisschen. Ja, und auch Independence GT2 dahinter. Ja, Kevin Mass ist jetzt auch an der Box mit Stefan Denecke zusammen. Also, noch nicht an der Box waren Marius Wertz, Rewrite Motorsport, Andreas Leikam, Independent Simracer GT3 und The Broadcast Team mit dem Nico Dekonnik. Drei Teams, die noch nicht an der Box waren. Ansonsten waren alle einmal und ja, da ging es weit raus. Genau, er verliert jetzt auch wieder ein bisschen auf Colo. Und dafür kommen Rhön und Maxine näher dran. So, Like kam Richtig. jetzt an der Box. So, ich glaube, da hinten ist es sogar noch ein bisschen spannender. Bei Niklas Maxim, ob er hier einen Weg findet vorbei an Sebastian Rhön. Ah, da steckt er nochmal zurück, der Niklas. Aber war auch genau richtig, sonst wäre es schief gegangen. Hat 4 GT3 gegen 458 Italia. Ah, das sieht hier. Beiden sind scheinbar komplett auf einem Level. So, bei Sebastian Röhm wurde eine Runde nicht gewertet. Der ist jetzt auf 27 wieder zurückgefallen, laut dem Scoring. Hat doch eine blaue Flagge. Okay, Oh, das war ganz knapp. Also wir sehen,
wer nebenbei einen Livestream und Scoring offen hat, der wird sehen, dass die beiden im Positionskampf eben noch waren und ja, laut Scoring. Ich muss mal ganz kurz ins Englische. In den englischen Stream. Jo. Hat man gesehen, dass die eigentlich laut Scoring ja eine Überrundung wäre, aber den ist nicht der Fall. 1,111 Sekunden in dem Sektor jetzt langsamer gewesen als die absolut beste Zeit. Niklas Markschin. Da geht er vorbei an den Sebastian Röhn. Sehen wir es. Ich meine, wenn das Bild gerade ein bisschen hängt. Aber der Niklas bleibt auch vorne, so wie es aussieht. Marius Bert war noch nicht an der Box. 28 Runden, der kann lange fahren. Letzte Rundenzeit aber eine 2:03. Passe mit 2:01. Also da sind wir mal gespannt. Das sind jetzt mit Sicherheit natürlich die Reifen, die da extrem nachgeben. Bei meiner Box waren schon Lazy Man und Racing Association. Ja, und jetzt sehen wir, dass der Niklas dann doch schneller unterwegs ist als von uns beiden gedacht. Also kann er schon leicht vorne wegziehen. Weil die Frage der Frage, wann kommt Marius Bert rein? Wie viele Runden kann er fahren? Ja, leider sehe ich jetzt gerade gar kein Bild mehr, von daher muss ich über das Scoring gerade kommentieren. Da hat mir Lutz das Bild weggenommen. Ja, Ronny, das frage ich mich gerade aber auch. Der Ronny schreibt mir an, das kann gar nicht sein, dass er so viele Runden fahren kann. Ich habe heute mal mit ein paar Teams gesprochen und die haben mir gesagt, wenn man das Motorprogramm zu niedrig hat, kann der Motor auch zerstört sein. Oder kann es passieren, dass der Motor hochgeht. War mir um ehrlich gesagt auch neu. Also dass aufgrund einer, jetzt mal Unterkühlung, der Motor dadurch kaputt geht. Aber 29 Runden und er war noch nicht einmal in der Box und Carsten Wilhelm, der war vor 3-4 Runden, also wenn es einen Preis geben würde, dann würde Marius Bert den aktuell für den umweltfreundlichsten Fahrer bekommen. So ungefähr. Aber man sieht es an den Rundenzeiten. 2:03. Ja, die Sache ist die, Ronny, eigentlich hatten sie gar keinen Disconnect. Die waren kurzzeitig für uns weg. Und waren dann irgendwo auf Position 4, 5 dann wieder da? Also, er war auch weiterhin im Teamspeak drin. Er hatte auch eine Ping-Abfrage hat er auch gemacht im Teamspeak. Okay.
Okay, jetzt krieg ich gerade geschrieben, dass er definitiv einen Disconnect hatte. Ist nur danach wieder in der Spitzengruppe herausgekommen. Runden kann man maximal fahren, aber jetzt sind wir schon in der 30. und er war immer noch nicht an der Box. Also mysteriös. Mysteriös, was mit Marius Bert ist, angeblich kann man nur 24 bis 26 Runden fahren und ich habe kein Bild, Lutz. Wie, du hast kein Bild? Auf einmal war es schwarz und ich komme auch nicht mehr drauf. Ja. So, ja, ich kann das aber erklären, so, was mit Marius Bert ist. Der hat durch sein Disconnect einen Vorteil. Und wir müssen nachher darauf achten, dass das irgendwie ausgeglichen wird. Weil der ist rejoined und natürlich wieder mit vollem Tank losgefahren. Und hat aber keine Zeit verloren oder nur wenig Zeit verloren. Er hat, glaube ich, 4 oder 5 Plätze verloren. Also von daher müssen wir uns diese Situation mit 3Byte Motorsport dann explizit anschauen. Und natürlich darauf achten, wenn das jetzt noch anderen passiert, ob das ähnlich ist. Also da ist irgendwas passiert. Es war ja auch höchst mysteriös. Fakt ist, er hat Escape gedrückt und da wird es definitiv noch eine Untersuchung geben. Das können wir so nicht gelten lassen. Also da wird es irgendeine Zeitstrafe oder irgendwas wird es da geben. So, der Gebo schreibt mir jetzt Beschwerde gegen Fahrzeug Nummer 143, das ist 3Byte, ja, bitte das per Mail. rc@sim-racing.org und wenn ihr Beschwerden habt gegen die Fahrweise, das kann ich nicht während des Rennens machen. Ich kann es nicht kontrollieren. Wie soll das funktionieren? Es geht nicht. Bitte. So wie immer, schreibt den Protest und dann wird das ausgewertet und das Team bekommt dann im Nachhinein eine Zeitstrafe. Ich kann es hier live nicht bestrafen. Wir hatten, ich glaube, vor dem Nordschleifenrennen hatten wir eine Umfrage gemacht, welche Teams sich bereit erklären würden, hier Live-Stewards zu stellen. Und da hat sich nicht ein Team gemeldet. Also bitte, dann jetzt müssen wir hier irgendwie da durch. Für die nächste Saison werde ich natürlich versuchen, das so zu ändern, dass wir hier zu jedem Rennen 2 Live-Stewards haben. Das dürfte aber schwierig genug werden. Ja, was übrigens schön ist, dass du mir jetzt alle 3 Monitore freigegeben hast. Dann kann ich, falls das Durchlauf anhängt, auch mal reloaden. Ach so, ja, wenn du das nicht schlimmer findest. So, ich muss noch mal ganz kurz Ja, mach ruhig. Ja. Ich sehe ja alles. Ausgerechnet übrigens 348 Runden werden wir fahren in den 12 Stunden. Also da sind wir mal echt gespannt. Gespannt sind wir auch, wie das hier wird. Achim Krause, Niklas Maxin, Alex Golo ist das nicht, das ist Sebastian Röden, das ist halt mit einer Runde. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, das ist mit einer der engsten Duelle. Ansonsten sind die Abstände schon im Sekundenbereich. So, nicht wundern, dass ihr jetzt kein Scoring hat. Das ist Lutz, der was am machen ist. Vielleicht habt ihr wieder ein Scoring und nicht da irgend so eine Leiste. Also wie gesagt, ich habe mal eben so schnell ausgerechnet, so 348 bis 350 Runden werden wir fahren bei einer Durchschnittszeit von 2 Minuten 02.
So, mittlerweile hat auch Independence GT2 seine Runde zurück. Fährt also wieder auf einer normalen Position. Könntest du eventuell auf Monitor 1 das Going wieder runternehmen, sonst haben die Zuschauer kein Laufband. Ach. Da haben wir sie, ja. So, und wir sehen die beiden, die haben sich immer noch lieb. Also die fighten weiter und weiter. Ja, Darin Krause ist aber mittlerweile weggefahren und das ja den Positionswechsel. Da haben wir wieder Sebastian Röhn vor RML, Simracing Vorland, Überrundung, klappt weit auch. Ja, ja, schon, so kann man wenn man auch die beiden hier so sieht. Schade irgendwie, dass gar kein McLaren MP4-1210 mitfährt. Ich habe ja vom Dietmar Sommerfeld ja einen schönen Render. Kann man sich auch auf Facebook angucken, auf der Pinnwand von Lutz. Genau. Oder wie es ja jetzt heißt, Chronik. Das Fotoshooting vor seiner Haustür. Genau. Ja. Hatten wir ja schon mal gestern Abend kurz erläutert. War ganz schön erläutert. Schwierig, das Auto in diese Position zu rücken, weil wir mussten dann erst in die Garage reinfahren und dann rückwärts wieder raus. Damit wir dann so in diesen Bogen reinkamen. Und ja, das war nicht ganz einfach alles. Aber letztendlich hat es dann geklappt. So. Ja, der Niklas hier jetzt nach dem Überholmanöver wartet natürlich jetzt wieder auf seine Chance. Jetzt sind wir da gerade weg. Aber ja, weil das Alex jetzt Piccolo, ein bisschen spannender war. Oder sah richtig, so danach aus. Völlig recht. Piccolo, Dreier, Confiancia, den haben wir dann noch? Nach dem GRL-Auto aus. Ja. Daniel Hake. Ja, genau. Nach dem Boxenstopp jetzt bereinigt dann halt auf Platz 10. So, jetzt ist übrigens auch Mario fährt an der Box nach 34 Runden. Ja. Ja, und das sind mal hier drei verschiedene Marken, die wir im Bild haben. Ferrari 430, Lamborghini Gallardo, LP 560 Plus, GT3, Audi R8, LMS Spec 2013 Ultra. Und ja, was haben wir da vorne noch? Ferrari 458, das aktuelle Modell und BMW Z4 GT3. Schön wäre es natürlich, wenn wir noch einen Ford GT und McLaren MP4-12C hätten. So, oh, hier Fehler von GP Racing. Ben Dreier. Ja, richtig. Verliert damit zwei Positionen. Das kommt ja. Ja, der hat da richtig Spaß mit Daniel Hake. Genau. So, wir haben jetzt, wir sind eigentlich fast am Ende jetzt schon. Wir haben noch gerade mal 10 Stunden 48 zu fahren. Also eigentlich jetzt nur noch Sprintformat, das Ganze. So, und ich glaube, ich muss auch mal eben zum Boxenstopp. Gleich wieder da. Ja, den werden wir jetzt nicht zeigen.
Aber der sollte dann auch planmäßig sein, von der Zeit her passt. Um mal ein bisschen rumzuflaxen. Ja, zwei Kämpfe mäßig haben wir eigentlich nur das hier. RSR gegen GRL Team 3. 13.26 Uhr haben wir es. 10 Stunden 47 noch zu fahren. 27 Grad Lufttemperatur. 0% Regen, 0% Wolken. Ja, obwohl die Anzahl stimmt, wenn wir so auf den Himmel gucken. Sind schon ein paar Schäferwolken dabei. Ja. Kommen sich richtig nah. So, jetzt. Oh, macht er die Tür zu, der Daniele. Das war knapp. Sah so aus, als würde Daniel Hake es ausnutzen, aber da macht er die Tür zu. Kampf um Position 8 ist das hier. RSR Gaming Team 1 gegen GRL XF Racing 3 mit dem Fahrer Daniel Sconfiencia gegen Daniel Hake. Runde 35. Vor Witchwood ML und das GT2 Team von Independence und X-Factor 2. Also die kommen sich jetzt allesamt wieder näher, kommen wir näher ran. Beieinander. Das heißt, der D-Zug bildet sich wieder. Schauen wir mal, ob Sven Dreier noch aufschließen kann. Ist ein Quersteher an der Stelle, wo wir jetzt gerade einfahren. Ja, interviewmäßig, ich würde so sagen, ab 14 Uhr circa. Könnt ihr dann anfragen. Was? Dann haben wir auch ein bisschen Zeit für euch. Achso. Also haben wir ja sowieso immer, ne? Wir haben ja immer ein offenes Herz für euch. Ja, und zumindest ein offenes Ohr. Also, was auch immer du jetzt unter Herz verstehst, aber offenes Ohr haben wir. Ja. Ach, ich muss sagen, ich freue mich. Ich freue mich bisher, das läuft hier alles relativ gut. So, Sim Racing for Holland schon wieder an der Box. Stehen aber auf Racing. Muss mal hier ganz kurz bauen. Ja, da hast du Pech, mein Lieber. So. GLXF führt vor All-Star Racing und 3Wide Motorsport. 3Wide Motorsport allerdings unter Vorbehalt. Wenn das so in dieser Form nicht nochmal passiert, werden wir das Team anweisen, einen zusätzlichen Boxenstopp zu machen. Hoppala! Das müssen wir uns nochmal anschauen. Sconfiencia hier, das war, glaube ich, ein ziemlich... die haben ein bisschen Hals, die haben eine Beschwerde geschrieben gegen Piccolo, das weiß ich. Oh nein. Ja, das war jetzt aber wirklich mehr als optimistisch. Ja. So, wir gehen wieder live. Und GP Racing schießt auch wieder auf. Ja, na klar. Also ich meine, solange hier solche Fights sind, das ist ja auch kein Wunder. Und ich meine, wir haben ein unglaublich enges Fahrerfeld hier. Also es ist wirklich richtig, richtig
Hoppala, so, und jetzt geht er hier vorbei, genau. Ja, da war ein kleiner Fahrfehler hier am Kurvenausgang. Das wird natürlich sofort gnadenlos ausgenutzt. Ja, selbe Stelle, wo es Daniel Hacke schon mal versuchen wollte, aber es nicht gereicht hat. Richtig. Carsten Fischer Disconnect RML, wie ich gerade geschrieben von Christian Lehmann. Ja. Richtig. Das ist stimmt. Team 2. Ja. Genau. Ja, dann soll er sehen, dass er so schnell wie möglich wieder raufkommt. Genau. Ja, Ronny, das frage ich mich auch gerade. Das ist, ja. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, Ronny. So, jetzt hatten wir hier einen Mörder-Lag gerade. Vermutlich alle anderen auch. Wollen wir hoffen, dass noch alles gut ist. Also laut Scoring schon. So, Carsten Fischer ist wieder drauf. Und jetzt für die Zuschauer, die eventuell das erste Mal jetzt was schauen, wenn, denn habt ihr die vorigen Rennen immer was verpasst, Disconnect. Das heißt jetzt, nach dem neuen Reglement, es wird jetzt nicht mehr eine Runde plus die restliche Runde, die man warten muss, sondern man kann gleich sofort rausfahren, oder wie? Ja, genau so sieht's aus. Also man kann jetzt, man bekommt keine zusätzliche Zeitstrafe mehr und so wie mir das jetzt gesagt wurde, so Nico de Koning hat jetzt zwei blaue Flaggen bekommen. Wüsste jetzt allerdings nicht von wem. Jetzt gucken wir mal. 19, ah ja, okay. Das ist jetzt hier kein Wunder. Der macht hier auch Platz. Also, das sind einfach jetzt mehrere Fahrzeuge, die ihn überrunden wollen. Und da muss er halt jetzt erstmal Platz machen. Und das wird dann in Kürze. Ja, jetzt sind die blauen Flaggen auch raus. Also, alles ist gut. So, wie gesagt, ja, also so wie es aussieht, gibt das Plugin die verlorene Runde wieder zurück. Das heißt, es wird bei einem Disconnect Escape im Prinzip gar nichts bestraft im Moment. Das heißt, wir müssen das zum nächsten Mal nochmal überdenken. Da die Voraussetzungen jetzt für hier für alle gleich sind, zu sein scheinen, werden wir das. Braucht man natürlich dann nichts unternehmen, darf es für alles Gleiches. Sollte ein Team einen Vorteil gehabt haben, werden wir das entsprechend ahnden. Also ich warte immer noch so ein bisschen, ich muss nachher nochmal gucken, ob der Marcel, der kommt nachher ins Interview und hat er jedenfalls versprochen und dann werden wir das hier einmal kurz erörtern. Somit hätten wir dann auch dann gleich die Möglichkeit noch zu reagieren, noch während des Rennens. Ja. Ich habe einen Interviewgast. Nee. Doch. Wie ist das denn passiert? Der ist von selbst gekommen. Ach was. Ohne dass ich mit Geldscheine winken musste. Ach was. Wunderschönen guten Tag, Daniel Schisch, Team naja. RML3. Naja. Ja gut, der Daniel macht vieles umsonst. Ja. Ah ja. Ja. Daniel. Wir haben ja gerade den Disconnect von Carsten Fischer, ja, zwar nicht gesehen, aber erlebt. Gesagt bekommen. Wie ist so die Stimmung im Team? Oh, bisher war es eigentlich ganz gut. Also gerade der Thorsten, der sonst eigentlich mal etwas langsamer war, der legt heute hier ein Tempo hin. Das ist schon richtig klasse. Bei uns war es okay. Wir hatten am Anfang auch ein bisschen Kollisionen, Dreher oder so. Ich habe es nicht ganz genau gesehen. Ja, und haben uns dann halt wieder ein bisschen vorgearbeitet, so auf 15, 16. Und jetzt halt der Disconnect. Also wir hatten den Disconnect direkt in den S's, also ziemlich weit hinten an der Strecke. Und hatten dadurch ja schon eher einen Nachteil, nicht wie weit die am Anfang der Strecke hatten und dadurch fast nicht verloren haben. Mhm. Ja, ich kann ja durch Glück sagen, dass jetzt die Strafe raus ist. Dadurch haben wir jetzt nicht allzu viel verloren, sag ich mal. Mal schauen dann, was dann nachher noch passiert. Ja, auf welchem Platz wart ihr denn vorher?
Wir waren vor Thorsten, direkt hinter Thorsten Schwertfeuer, also wir waren auf 16. Okay. Oder 17. Also haben wieso wart ihr so weit hinten? Ja gut, wir hatten halt, wir sind ja von 14 gestartet und hatten dann halt eine Kollision am Start. Ah, okay, alles klar. Ja. Ja gut, also im Großen und Ganzen müssen wir jetzt schauen, wie wir das handeln. Es ist natürlich jetzt ein Test im Prinzip hier bei diesen 12-Stunden-Rennen. Einfach, ich denke mal, dass insgesamt die Regelung, dass die zusätzliche Strafe rauskommt, bestehen bleiben sollte. Und wie wir das jetzt machen, dass die Runde dann komplett weg ist, ich denke mal, das wird spätestens dann zum Finale dann so sein. Wie wir das jetzt hier dann ausgleichen, werden wir gucken. Also da müssen wir echt schauen, wie viel Zeit da verloren gegangen ist bei jedem einzelnen Team. Da kommt halt stark drauf an, in welchem Sektor man da den Disconnect hat. Sonst geht der schon wieder gut rund vorne. Niklas, Piccolo, Hake und so, wie die sich da vorne schon wieder geben. Ist ja Wahnsinn. Ja, mal schauen, richtig. Dass sie wieder die ganze Zeit zu halten bleibt. Aber nach den Zeiten sieht es ja eher so aus, dass sie wirklich alles gleich Tempo gehen können. Ja, also unglaublich, oder? Also im Rennen über so einen Zeitraum so eng. Also wenn du dir mal die ersten Positionen, die Abstände anguckst, ist es gut, die ersten beiden lassen wir mal vorne weg. Aber ab 3-Ride, also bis Platz 14, würde ich sagen, sind die irgendwie so innerhalb von 20, 25, 30 Sekunden, wenn man das so zusammenzählt. Also finde ich schon ziemlich grandios. Ja, auf jeden Fall. Was habt ihr euch denn noch so vorgenommen für heute? Also ich meine, jetzt ist natürlich jetzt erstmal ein Rückschlag. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch anderen passiert. Ich meine, damit kann man nicht rechnen, aber sollte man auch nicht, aber die Erfahrung spricht ja da was anderes. Im Großen und Ganzen Top 10, ist das noch realistisch? Da müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen schneller als der Carsten. Mal schauen, wie es dann nach vorne geht, was die anderen noch machen. Aber wir müssen dann auf jeden Fall wenn Carsten fertig ist, nochmal bei ihm das Internet checken, weil er hatte vorhin schon bei uns im TS kurz ein paar Lachs. Ja, wenn wir ohne Disconnect weiter durchkommen, dann ist da sicherlich noch ein bisschen was möglich. Ja. Was sagt ihr eigentlich zur Strafversetzung von Robin Hasse bzw. Niklas Markschin? Ja, man muss sagen, es steht zwar am Reglement, aber gut, normalerweise gehört der Körper zur Strecke. Es steht im Reglement anders, von daher muss man sagen, es ist schon okay. Auch wenn man es mal so sieht, es war bisher in keinem anderen Rennen, wo sich groß einer aufgeregt hat. Und jetzt auf einmal, naja, man kann es nicht ändern. Niklas hat am Start ja auch gleich wieder 4 Positionen gewonnen. Von daher ist schon okay. Ja. Vor allem bei 12 Stunden ist das Qualifying eigentlich so egal. Man sollte zwar jetzt nicht von ganz hinten starten, weil jemand dann an allen vorbei ist, dauert. Aber so im Mittelfeld geht das alles noch. Ja, naja gut, wir haben natürlich die weißen Linien, steht auch, also es ist ja nicht so, dass der Curb nicht befahren werden dürfte, sondern es geht um die weißen Linien und das war im Prinzip der ausschlaggebende Grund. Ich meine, klar haben wir bisher nie bestraft, weil die Beschwerden eingegangen sind. Ich habe mir zwar jeweils die Top 10 von jedem Quali angeguckt und es war auf den anderen Strecken in Daytona hatten wir ja alles freigegeben, das war ja vornherein gesagt, auch das steht im Reglement, dass das auf einzelnen Strecken anders gehandhabt werden kann, aber das war vorher angesagt und hier war es eben nicht so und hier kamen dann halt gleich die Proteste, viel wie noch nie vorher, ja, das ist dann halt so und ja, und dann haben wir halt bis die Nacht um 2 gesessen. Was macht das keinen, aber ist nun mal so. Du sagst es. So, Freund Siegert hier. Das finde ich ja mal ziemlich cool. Also, der ist momentan auf Position 11 unterwegs. Und somit die Independent Sim Racer hier mit einer echten Bereicherung. Also, wenn wir mal schauen mit dem Team 3, mal schauen, wie weit das hier noch oder was am Ende hier für eine Position zu Buche schlägt. Aber ich finde es schon ziemlich cool. RML1 ist ja nun relativ gut unterwegs. Du fährst jetzt aber nicht bei RML1, richtig? Genau, ich fahre jetzt fürs Team 2, weil
Weil wir hatten da ein paar Fahrerprobleme. Der Christian Niemann, der sonst auch Team 1 fährt, der ist auf der Strecke überhaupt nicht klargekommen und hatte auch wegen Arbeit und so weiter kaum Zeit zu trainieren. Ja, des Weiteren war das auch für einen Sigi, der hatte auch sehr wenig Zeit mit Arbeit und ja, wir fahren ja auch noch in unserer eigenen Liga. Und von daher helfe ich heute im Team 2 mit dem Carsten aus. Ja gut, so Gott sei Dank kann man ja so ein 12-Stunden-Rennen notfalls auch mal zu zweit fahren. Also von daher, Also ja. alle drei Teams von uns starten heute nur mit zwei Fahrern. Ja, Dann es ist Team aber 3 cool, ist dass dann alle drei mit. Autos dabei sind. Also das ist dann schon, also dass man das dann so auf sich nimmt. Oh, also 12 Stunden gehen wirklich zu zweit und macht ja auch Spaß. Natürlich hat man immer mal Rückschläge, Kollisionen, Disconnect, aber im Endeffekt hat man bei jedem Langstreckenrennen eine Menge Spaß. Gerade heute könnte auch wieder die Taktik ein bisschen entscheidend sein. Oh. Und vor allem auch, dass man, wenn man im Auto sitzt, kaum was sieht an Zeiten, an Abständen. Macht das hier schon sehr grandios, sage ich mal. Ja, vielen Dank. Jetzt kriege ich hier gerade eine Message. Ich muss noch mal eben in einen anderen Channel. Christoph, Weite deines Amtes. Ja. Hast du ja noch irgendeine Frage an mich oder so? Drehen wir mal ein Spiel um. An dich, ja. Ja. Mal schauen. Man muss ja mal aufpassen bei dir, was man jetzt so langsam sagt, weil du ja dann an der Nordschleife auch im Einsatz bist. Moment, erstens fahre ich außer Konkurrenz. Ja, also ich fahre einfach nur Just for Fun mit. Ich meine, das Team will eh nur aus Fun mitfahren und halt die Wildcard für Le Mans bekommen. Und ja, meisterschaftstechnisch geht da ja eh nichts ab. Aber gab ja schon Androhungen, ne? Wenn du uns abschießt. Das haben wir zwar nicht gesagt, aber okay. Ja, da habe ich aber was anderes heute Vormittag gehört. Nein, also es stimmt tatsächlich, ich werde für G Racing an den Start gehen auf der Nordschleife. Hat einfach damit zu tun, ich bin einfach so ein Nordschleifenfahrer und habe auch schon hier mal 24 Stunden Nordschleife hinter mir. Immer auch hier bei Lutz. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich schau mal, ob ich es noch kann, das Fahren. Und ja, dann wird man mich dann am 20. April, denn nicht nur hier hören, sondern auch auf der Strecke sehen. Hoffentlich überfordert das nicht einigen Fahrern. Die dann denken, ah, ich muss ihn anstupsen und stupsen dabei unser Auto an. Der Daniel möchte nicht mehr mit mir reden. Sorry, was meinst du? Ich wiederhole das jetzt nicht nochmals. Also, ich habe nebenbei auch noch den Teamfunk mitgehört, deshalb. Ja, apropos Teamfunk, viele werden sich jetzt fragen, wie ist das denn, wenn der eigentlich hier ist? Ihr seid noch in euren heimischen Teamspeak. Genau. www.rfactor-motorsportliga.com übrigens. Um nebenbei auch ein bisschen Schleichwerbung zu machen, dafür dürfen es die anderen Teams dann auch machen für ihre Liga. Als Entschädigung. Und ja, dann, ich wünsche euch noch viel Spaß. Grüß die Jungs da unten. Jo, mache ich. Vielleicht hören wir uns ja später nochmal, hoffentlich dann mit der besseren Position. Haha, genau. Ja, alles Gute. Danke, danke. So. So. Nee, Moment. Schauen wir mal, haben wir noch irgendwas? Ja. Daniel Hake. Wir haben fast immer was. Genau. Der Daniel jetzt hier auf richtig, ja, jetzt gegen Sven Dreier. Bin ich mir nicht ganz sicher, war es ein Boxenstopp oder wie sind die da vorgekommen? Ach nee, der Daniel kam ja von hinten, richtig. Der hatte ja durch seinen Box, der war auf 5 und dann zurückgefallen, ich glaube, bis auf 13, 14 und jetzt ist er wieder auf dem Weg nach vorne. Und RSR nach wie vor im Schlepptau. Also,
die müssen wir hier, die jetzt hier in den Top 10 fahren, die müssen wir alle auf dem Zettel haben. Sachlich sind die alle in der Lage, aufs Podest zu fahren. Schätzt mal, Lutz, wie viele Runden wir ungefähr fahren werden heute bei diesen 12 Stunden? Nicht ausgerechnet. Hab ich nicht. Das ist zwischen 348 und 305. Aha. Ja, fein, hast du ja schon gerechnet. Wie immer. Das ist gut. Das wird ähnlich in Le Mans sein. Allerdings dann in 24 Stunden. Da sind es, glaube ich, 370 Runden. Von daher bezweifle ich das, dass wir hier... Ah ja gut, Le Mans ist auch deutlich schneller. Also. Und länger. Ja, aber auf 24 Stunden. Normalerweise bei der Streckenlänge, ich glaube Silverstone ist... was ist denn die Streckenlänge hier? 5 Kilometer irgendwas? Sind keine 6, ne? Also es ist nicht, ja. Es ist weniger als die Hälfte von Le Mans. Und von daher... Aber nichtsdestotrotz, Le Mans ist ja insgesamt noch ein bisschen schneller von der Durchschnittsgeschwindigkeit und von daher sind es dann da halt 370 Runden, die wir immer so schaffen. Angeblich fährt man dort wohl real um die 390 Runden, aber das haben wir noch nie geschafft, weil wir immer irgendwie noch einen Abbruch hatten zwischendrin. Und nicht diese sogenannte Happy Hour hatten? Genau. Oh, ich dachte, jetzt kommt von dir, was ist die Happy Hour? Ja, sag mal. Ja, hätte das sein können, weiß nicht, ob du das weißt. Die habe ich einmal die Woche, wenn ich in meine Lieblingsbar gehe, dann, wenn die Happy Hour haben und ich dann einen Trink für 5 Euro kriege statt für 57. Weißt du wieder nicht, was du damit anfangen sollst, ne? Du erklärst schon. Ja, also die Happy Hour, zumindest in Le Mans, ist, wo die schnellsten Rundenzeiten gefahren werden. Die ist immer so zwischen 6 und 7 Uhr morgens, weil natürlich am mit einer, ja, mehr Grip auf jeden Fall ist, mehr Sauerstoff, also kühlere Luft und natürlich deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs sind als am Start. Das ist die Happy Hour so gesehen. Ja. Variiert natürlich, also die kann auch morgens um 9 erst sein, kann aber auch schon um 6 sein. Also im Film True in 24 2 Every Second Count, also zwischen 7 und 8 die Happy Hour. Ah. So, Daniel Hake jetzt hier hinter GP Racing nach wie vor. Und wir sind schon wirklich, also ich muss ehrlich sagen, immer wieder hier auf dieser Strecke GP richtig, richtig gut unterwegs. Oh, Witchwood Cool Disconnect. Ja. Der Ivan. Ja. Und Lazy Man Racing. Ja, da müssen wir doch mal schauen, was da passiert ist. Wenn wir mal einmal. Aber bei Lazy Man sieht es schon aus. Wäre schon ein bisschen her gewesen. Ja, können wir erklären. Die Jungs sind wieder mit sichtbaren Fahrzeugen gejoint. Das ist natürlich übel. Das ist ungefähr strategisch so wertvoll, wie ohne Sprit auszurollen oder das Licht in der Dunkelheit auszumachen. Wobei diese beiden Sachen dann das endgültige Aus bedeuten würden. Weil man eine Disqualifikation nicht löschen kann. Genau. Genau, dazu müsste der Server neu gestartet werden. Also selbst, wir haben es, ich glaube in Daytona war es,
oder nee, in Eastern Creek damals tatsächlich, das ist einem Team passiert, dass sie disqualifiziert wurden. Wir haben dann versucht, mit neuem Profil, mit neuer ID, mit neuer IP-Adresse, mit anderem Auto und nichts ging. Also was auch immer der Faktor da sich merkt, es ist nachhaltig. Ja, Dirk Suda haben wir jetzt hier im Bild. Wilcrave GTR 30 Racing. Und die Jungs sind doch... Upsala, ich glaube, da hat er ein Leck gehabt. Jo. Das ist aber eine komische Stelle, um abzufliegen. Ja, ich sage, er hat ein Leck. Also hier hat es jedenfalls auch kurz geruckelt. Das scheint wieder einer mit dem sichtbaren Fahrzeug gejoint zu sein. Ah ja, Simrace TVEN has entered the game. So, Marius Bert, wie gesagt, auf Position 3 mit einem Rückstand von, ja, gut 8 Sekunden auf All-Star Racing. Und wenn wir uns die Rundenzeiten so anschauen, er ist momentan 3/4 Sekunde schneller als All-Star. Fährt in etwa die Zeiten von Carsten Wilhelm. Also 202.594 zu 202.614. Also ich denke mal, die Zehntel sind ja noch nicht mal, die können wir negieren. So, aber RML jetzt in der Box. Genau. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da jetzt der Fahrerwechsel auf Robin Hasse sein wird. Leider sehen wir jetzt diesen eventuellen Fahrerwechsel nicht. Immer ein bisschen schade fahren bei Langstreckenrennen, wenn man da nicht sieht, kleine Männchen zum Auto rennen. Ja, das wäre toll, ne? Wenn die Tür aufgeht und die Sitzschale gewechselt wird und. Ja. Man hört. Schlagschrauber. Ja, naja gut, wir haben schon genug Probleme hier mit den Grafik-Settings dieser etwas antiquierten Simulation. So, jetzt gibt es hier die Überrundung. Da gab es schon eine Lichthupe, genau. Saubere Sache, wunderbar funktioniert. So, jetzt wieder alle Fahrzeuge auf der Strecke. So, und was mich natürlich sehr freut, dass Sebastian Röhn hier mit seinem vierten Platz sich hier wirklich gut hält. Auch wenn er, ja gut, er hat 5 Sekunden Vorsprung auf den Sven Dreier. So, gucken wir mal. Ich glaube, bei Sascha Siegert ist gerade ein bisschen Action. Naja, Action sieht auch anders aus, aber mal schauen. Naja, so weit ist er nicht weg. Vom RTM Audi. Schöne Carbonhaube hier. Gemacht. Painted, was auch immer. Gebaut.
Ja, momentan bei RTM der Michael Kallenbacher im Steuer. Also die haben schon gewechselt. Oh, ja, also Lazy Man ist raus. Dem bei Mick Claridge ist das Netzteil vom Rechner abgeraucht. Oh, das tut uns sehr, sehr leid. Womit dann tatsächlich schon der erste Ausfall. Wobei, Sebastian, du könntest jetzt eigentlich alleine zu Ende fahren. Also was tatsächlich möglich ist, du kannst zu einem späteren Zeitpunkt nach wie vor das Rennen noch aufnehmen. Also so, da haben wir auch mal den Dock Racing Jaguar gesehen. Und jetzt sehen wir mal richtig im Bild, nämlich momentan mit Olaf Ness am Steuer. Und wer sich fragt, wieso fährt Olaf Ness bei Dock Racing, so können wir sagen, das ist das neue Team oder das, ja, das neue Home von den Jungs, die vorher bei Sackspitze fuhren und die sich getrennt haben und hier jetzt ihr eigenes Rennteam gegründet haben und ja, eigene Webseite und ja, und wollen wir mal hoffen. Die Jungs sind ja nun wirklich mit richtig viel Spaß dabei. Leitgeprüft, ähnlich wie Allstar, aber immer wieder am Start und fahren auch größtenteils ihre Rennen zu Ende. Und ja, mal schauen, was da noch geht und was da nicht geht. Es wäre ihnen ja wirklich mal zu gönnen, so eine Position, ich sag mal, in die Top 10 zu fahren. Wir werden sehen, ob das gelingt. Upsala. So, jetzt macht er hier ein bisschen Weitenbogen. Hat hier natürlich jetzt blaue Flaggen bekommen von den beiden Fahrzeugen und die auch sauber passieren lassen. Also alles ist gut. Wen ich so ein bisschen vermisse heute ist Satellite Racing. Die ja zumindest mit ihrem Team 2 auch in Daytona einen richtig gute Platzierung eingefahren haben, aber heute nicht am Start. So, gucken wir noch mal zu Sascha Siegert hin. Der fightet hier nämlich nach wie vor mit Michael Kallenbach. Wir haben die beiden ja eben schon im Bild gehabt bei Dock Racing beim Überrunden. So, wer ist das hier dahinter? Ah, Ole Schulz von LSF. So, VE Racing an der Box und Independence GT1 an der Box, die mittlerweile auf Platz 9 gefahren sind. Natürlich jetzt ein bisschen durchgereicht werden. Jetzt sind sie schon nur noch Elfter. Gucken wir mal. Genau, David Putzke. Die Frage, wird er das Fahrzeug übergeben? Ja, und dann geht's auch so langsam wieder los mit den Boxenstopps. Und dabei wollte ich eigentlich Timing gerade machen zu jeder vollen Stunde. Okay, warten wir so Das lange ist, noch. ja, das ist ein bisschen schwer. So, jetzt fährt er wieder raus. Und so wie es aussieht, fährt er weiter. Waren da eben für eine grüne Ampel. Ja, dass die Box auf ist.
Mitten auf der Strecke? Ja, die ist mitten da. In der Luft? Die ist da. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so wie ich das eben gesehen habe. So, das war schon nicht mehr an der Boxenausfahrt, das war irgendwo schon fast auf der Strecke. Ja gut, wird ein Grafikpack gewesen sein, wenn es denn nicht normal war. So, also Putzke weiter im Auto und damit zurück auf Platz 14. Aber nach wie vor noch ein relativ gutes Ergebnis, wenn man mal das Gesamtergebnis betrachtet. Independence GT2 auf Platz 2, das Team 3 auf Platz 5 und Platz 14 für das Team 1. Also das ist erstmal ein rundes Ergebnis bisher. So, gehen wir mal gucken in die Gaps. Naja, das ist jetzt hier alles ein bisschen schwierig. Da haben wir nach wie vor den Sascha, der aber jetzt hier auch nicht mehr wirklich zu fighten hat. Kommen natürlich jetzt vor durch die anderen Boxenstopps, aber die müssen natürlich dann auch irgendwann rein. So, Dennis Duna sitzt im Auto von SimRacing Foreland. Und wir werden sehen, was ihm gelingt. Momentan ist er deutlich schneller als die meisten Teams vor ihm. Aber er hat auch ziemlich Rückstand noch. Erstmal in Richtung Racing Association 1. Da fehlen ihm gut 25 Sekunden. Also das würde... Ja, das ist fast ein kompletter Stint, den er da jetzt fahren muss, um nach vorne zu kommen. Also ich glaube, so um die 30 Runden gehen, glaube. So. Aber was ist jetzt hier mit Michael Kallenbach? Ah, okay. Er ist in der Box, deswegen fährt der Andreas Schmich jetzt auf Position 4 und das ganz alleine. Dann gucken wir mal zu Mr. Witchwood Piccolo, was der hier so treibt. Der ist jetzt, na noch nicht ganz, aber fast im Heck von Thomas Pache. Von GAL XF2. Aber die beiden fahren fast identische Rundenzeiten. Also Piccolo letzte Runde 203-337 und Pache 364. Also mal schauen, ob da sich noch ein bisschen was bewegt. Ich denke mal, Piccolo wird auch irgendwann jetzt auch in die Box kommen. Oder waren die schon? Ne, die waren glaube ich schon, oder? Hallo. Witchwood Cool war zweimal. Nee, Witchwood auch. Ja. Ja, also die letzten Einstopper kommen jetzt rein. Auch Independence, Sascha Siegert ist jetzt drin. Und Marius Berth wird wohl etwas später reinkommen. Aber wie gesagt, das müssen wir noch dann sehen, wie wir das korrigieren. So.
So, jetzt geht RML hier an Witchwood vorbei. Warum tun die das? Weil sie schneller sind höchstwahrscheinlich, aber warum lässt Piccolo D so anstandslos passieren? So, Sascha Siegert jetzt auch in der Box. Independence GT3. Ja, ich würde sagen, da soweit alles gut durch ist mit den Boxenstops, machen wir mal Standing. Warte mal noch, bis der Marius drin war, vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder gar nicht, mach ruhig, ist im Prinzip egal. Also, 14.06 Uhr haben wir es mittlerweile schon. 10 Stunden und 6 Minuten sind noch zu fahren und das ist das aktuelle Standing nach fast 2 Stunden. Es führt 3Ride Motorsport mit Marius Baird. Mit knapp 40 Sekunden vor Peter Grau GRL. Kriegt's immer noch hin, das mal schnell zu sagen. GRL XF Racing 1. Auf der 3 Allstar Racing 2 Andreas Schmich. Auf der 4 GRL XF Racing 2 Thomas Pache. Sorry, das war der falsche. So, da. Mhm. Auf der 5 haben wir RML Racing Team 1. Ja. Ich hab's vorher gesagt und es stimmt. Robin Hasse fährt da ja für Niklas Markschin. Auf der 6 Witchwood Alex Piccolo. Auf der 7 Independent Simracer GT2 Ronny Hähne sitzt da jetzt am Steuer. Fahrerwechsel also. Zuvor saß Sebastian Grün. Luigi Rosso ist jetzt am Steuer für Daniele Consciencia. RSL Gaming Team 1 Position 8. Position 9. Ja, jetzt müssen wir wieder überlegen. Also es kann entweder Marvin Braun sein, Kevin Braun oder Sebastian Deck. Einer der drei, auf jeden Fall auf Position 9. Auf der 10 Independent Simracer GT3 Sascha Siegert. Auf der 11. Position RLXF Racing 3 mit den Jörg Vogel. Auf der 12 RTM Racing Gebo Spellmann. Auf der 13 Witchwood Cool Simone Kuku. Auf der 14 immer noch am Steuer David Zke Independent Simracer GT1, das ist der Porsche 997 GT3R. Auf der 15 Willcraft GTA 30 Team Racing mit den Potschka. Auf der 16 René Küller online-motorsport.com. 17 RML Racing Team 3 der Philipp Nülle. Auf der 18 Racing Association bei Matthias Weber. 19 LSF Racer Ole Schulz. Auf der 20 ML Racing Team 2 Carsten Fischer. Schon aber mit einem Disconnect. Moment, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. So, da haben wir ihn. Genau. Auf der 21 Racing Association Team 1, der Jörg Iske. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. 22. Position Sim Racing for Holland, Dennis Duna. 23. SRC und SKS Fahrgemeinschaft Team 2, Markus Müller. Da jetzt am Steuer für Stefan Denecke auf der 23. Position. Auf der 24 Dog Racing, was ehemals Sackschwitze war auf ein Jaguar, Martin Reinheimer. Auf der 25 gerade mit Connect Udo Wagner VE Racing auf einer Corvette. Ja, da kann ich jetzt nicht hin, der ist noch nicht wieder da. Auf der 26 The Broadcasting Wayne Reed, einer unserer Kommentatoren vom englischen Stream. 27 Flats Racing Craig Morrill. Und ja, mit Netzteilschaden ausgeschieden der Fahrer von Lazyman Racing. Das ist der
Mick. Mick Claridge. Ja. Ja. Claridge. So, wir gehen mal hier zu Robin Hasse, weil der fährt sich jetzt so allmählich ran an Thomas Pache. Und auch Ronny Hähnel ist nur 2 Sekunden zurück. Ich denke mal, die Situation mit Dennis Duna hat sich erledigt. Ja. Genau. Genau. So. Ich würde sagen, nur 2 Stunden rum. Wollen wir nicht zum Break im Livestream machen? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Dann haben wir noch Zeit für das Interview mit TM Racing Fahrer René Kirchhoff. Wunderschönen guten Tag, René. Ja, hallo Lutz und hallo Christoph. Hallo René, sei willkommen. Ja, ich dachte, hab gerade mal Pause und. Genau. Ja, schau mal, was ihr macht. Ja, wir amüsieren uns natürlich ganz köstlich. Aber. Aber nicht über euch. Natürlich, nur bei euch. René, RTM ist ja relativ gut dabei, momentan auf der 12. Erzähl mal. Wo geht's hin? Ah, wo geht's hin? Also ich meine, wenn ich jetzt unser Ziel nennen würde, da wird der eine oder andere anfangen zu lachen. Also Ziel ist ganz klar immer noch Top 20. Das ist unser zweites Rennen heute. Wir haben auch schon, wir nehmen das alles als Vorbereitung auf Le Mans, schauen, dass wir uns hier so ein bisschen einleben oder so. Und deswegen Top 20 ist das Ziel und Top 15 wäre schön, wenn wir das wiederholen könnten. Das ist im Moment so das, was womit wir planen. Dass es jetzt im Moment besser aussieht, ist ja ganz schön. Aber Start verlief eigentlich ganz gut. Wir waren auf Platz 6, glaube ich. Sorry, ich muss kurz weg. Ja. Aber du kannst weiter. Es sieht so aus, als ob es ein Mismatch gab am Server. Ich muss schauen. Und das ist aber ein Kollege. Okay, ich gehe in Support. Gut. Also, am Start, Platz 6 sah es ganz gut aus. Und dann, bin ich auf die Gruppe. Ich glaube, es waren, wer war das? Achim Krause und Bastian Röhn aufgelaufen, die beide, eigentlich für ihre Umstände ziemlich langsam mir vorkamen. Und dann bin ich im Duell mit Achim Krause, sind wir unglücklich aneinander geraten. Würde ich sagen, dann hat es mich leicht gedreht. Und dann bin ich auf 10 wieder rausgekommen und jetzt, nach dem Stint von Michael, sind wir jetzt, was ich nicht ganz verstehe, sind wir jetzt doch auf 12 zurückgefallen. Mal schauen, wie es in den nächsten Stunden denn so weitergeht. Ja, ansonsten, das war jetzt so gesehen nur ein 12-Stunden-Rennen, aber wie viele Runden habt ihr jetzt insgesamt für dieses Rennen trainiert? Das ist, das ist ein gutes Schätzungsweise. Ich weiß, dass Geppe und ich auf jeden Fall 200 Runden gedreht haben. Wir waren der Wolfgang ungefähr 100. Die anderen beiden. Schätzungsweise auch ungefähr 150 beide. Ja, würde ich sagen, insgesamt für 5 Mann 800 Runden. Das ist schon eine Hausnummer, aber ich glaube, was keiner toppen kann, sind die 1000 von Jörg Lang auf der Nordschleife. Sollen wir vielleicht schon mal. Ja? Also, einige Kollegen, sieht man auf der Hotlap-Liste, da gibt es wirklich Kollegen, die fahren mehr als wir 5 zusammen. Ich glaube, der Jörg Langen und auch der Kevin Maas sind ja fast 1000 Runden gefahren. Jeder einzeln. Also, das ist schon, wo manche ihre Zeit finden.
Und schon mal ein kleines bisschen aufs Saisonfinale Nordschleife. Ihr wisst alle schon mal, wo es lang geht, ne? Ja, ich glaube, es wäre fatal, wenn wir nicht wissen, wo es lang geht. Nordschleife ist auch an sich ein eigenes Gesetz. 24 Stunden, das wird enorm hart für jeden von uns. Wir werden noch wahrscheinlich uns nochmal verstärken, dass wir wahrscheinlich dann mit 6 Fahrern antreten werden. Ansonsten, ja, ich glaube, jeder von uns weiß, wo die Strecke lang geht. Und dann gilt es einfach durchzukommen, denn auf der Nordschleife kann alles passieren und da wird einige wahrscheinlich auf der Strecke auf sich liegen. Ja, sind wir mal gespannt, wie das Rennen heute zumindest für euch noch so verläuft. René, bedanke, oder auch im Namen von Nutz, wir bedanken uns fürs Interview. Wünsche euch noch ganz viel Glück und Spaß. Und ja, vielleicht hört man sich ja heute im Laufe des Tages ja nochmal. Ja, eventuell. Mal schauen. Ja. Ja. Naja, gucken wir mal. Ja. Also, ich habe jetzt natürlich nichts mitgekriegt, macht aber auch nichts. Können wir das später nochmal anhören. René, auch von mir nochmal viel Glück und viel Spaß. Also, gebt Gas. Ja, von mir. Also danke für das Interview und dann wünsche ich euch auch noch viel Spaß beim Zuschauen. Auch, dass es so eng bleibt bis zum Schluss. Und dann, ja, das ist uns allen zu wünschen, genau. Sehen wir uns eventuell nochmal. Genau, richtig. So, wir sind hier wirklich beim Hammerduell hier gerade und das ist jetzt hier gerade gelaufen. Ronny Hähnel geht vorbei an RML. Das waren die Positionen 4 und 5. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ja. Was sagst du, Christoph? Soll das schon wieder eine Anspielung auf irgendwas sein? Nein. Sei doch nicht so empfindlich. Nein. Ich bin immer da. Ich bin gerade etwas am Überlegen. Achso, nee, Moment. Ja. Ah, okay, nee. Ich hatte den Channel nur minimiert von Live Englisch, weil der Wayne Reed, den sah ich da. Ich dachte, im Moment, der fährt doch. Der wird da wohl nicht aus dem Cockpit moderieren. Aber nein, der Nico Tekonic und der Dimitri de Molleminister, die sind beide da am Moderieren. Also alles ist gut. So, ja, wie gesagt, das Ganze hier, diese Langstreckenrennen, das ist eigentlich für uns im Livestream hier sowas ähnliches wie eine Party. Also wir versuchen natürlich möglichst viele Bilder von der Strecke rüberzubringen und Informationen zu geben, die uns hier so erreichen. Letztendlich ist es so, dass wir hier nicht die rein reale Moderation eines Langstreckenrennens so machen wollen, weil es einfach langweilig ist, wenn man ständig irgendwelche Positionen oder durchgeben, keine Ahnung. Die Teaminfos, die bekommt ihr zu den Fahrern, das sagen wir immer mal, dann, wenn man ein Auto längere Zeit im Bild haben. Also, ich denke mal, das geht so in Ordnung. Ihr dürft auch gerne mal in euren Race Reports ein paar Kritiken zur Moderation schreiben, die nehmen wir wirklich gerne an. Weil, ja, wie das halt so häufig ist, wenn man schon so lange macht, dann kehrt auch so ein bisschen Routine ein und ja, dem einen oder anderen, der sagt sich vielleicht, naja, den könntet mal noch da ein bisschen mehr oder da ein bisschen mehr. Was zum Beispiel gar nicht geht, sind irgendwelche zugesandten Dokumente über Teaminfos. Da kommst du selbst in einem 24-Stunden-Rennen nicht dazu, die vorzulesen. Eventuell nachts um 3, aber da hört ja kaum einer zu. Also von daher, ja. Das ist immer so ein, aber keine Ahnung, was man hier noch machen könnte. Und natürlich wäre es schön, wenn wir mal einen schönen Videotrailer hätten, sonst dergleichen Dinge. Leider bin ich zu ungeschickt für solche Arbeiten. Und das müsste man dann schon ein bisschen professioneller machen. Und ja, das sind halt solche Dinge. Da muss man mal schauen, was man da noch so tun kann. So! Fällt mir
in der Box. Da fällt mir die eine Teamvorstellung ein, die ich damals noch für die Nordschleife so innerhalb von 3 Tagen gemacht habe, mit eigentlich null Ahnung von irgendwas. Dann nochmal das Hochladen, ich weiß, ich saß noch am Renntag am Hochladen. So, bleibt der Daniel im Auto? Der Daniel bleibt im Auto bei RML2 und die sind jetzt durch den Boxenstopp zurückgefallen bis auf die 24. Position. Allerdings, wenn wir das hier so anschauen, zwischen Platz 16, Platz 1 und Platz 16, die sind alle innerhalb einer Runde noch. Und Platz 17 bis Platz 24 sind lediglich eine Runde zurück. Also, das ist schon wirklich, wirklich eng. Also, das kann man nicht anders sagen. Man sieht es ja auch an den Abständen, wenn man das mal so sieht, was weiß ich, Platz 5, 2 Sekunden Rückstand auf 4, Platz 6, 1,5 Sekunden, jetzt ist sogar nur noch eine Sekunde. Also das sind wirklich ganz, ganz enge Abstände, die zwar alle keine wirklichen direkten Fights haben, aber oder darstellen, aber halt wirklich jeden Moment kann da irgendwas sein. Es ist halt sehr, sehr schwierig, vielleicht auch für die, die nicht wissen, wie wir sowas hier produzieren. Wir haben einen Monitor, wir haben ein Game und wir haben ein Timing. Und anhand dieses Timings der Abstände können wir sehen, wo es eventuell ein bisschen knapper ist. Und dann versuchen wir da die Szene einzufangen. Aber wir haben hier beileibe nicht irgendwelche, was denn jetzt? Ja, hier wurde geschrieben, dass der Dennis Duna am Lecken sein soll, aber der ist gerade an der Box, vielleicht man sie. Ja, der hat einen ganz normalen Ping jetzt an der Box. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Hast du hier irgendwas gedrückt? Genau. Ja, wie gesagt, also wir haben beileibe nicht hier irgendwelche Monitorwände, wo jede Kamera ihr Bild abliefert und welches man dann irgendwie auswählen kann, sondern wir haben hier wirklich nur einen Monitor, ein Bild. Und da müssen wir halt mal gucken, dass wir das Beste draus machen. Mittlerweile, wie gesagt, hat man da eine gewisse Routine drin, aber es gibt auch eine Programmierung von Achim Eddenbach, die allerdings jetzt dann zu Le Mans richtig, in den Testrennen zu Le Mans richtig ausgetestet wird, die, ähnlich wie in Live for Speed, so ein TV-Director, der dann immer dahin schaltet, wo es am engsten ist, automatisch. Das kann man allerdings auch einfach so abstellen, wenn man irgendwo mal auf einer Szene länger bleiben will. Und dann kann man sich im Prinzip, ja, das ist dann so eine kleine Regie, so eine kleine virtuelle Regie. Ja, aber da gibt es noch ein bisschen was dran zu machen. Da müssen wir noch ein paar Sachen ändern und dann können wir das auch einsetzen. Und vor allem das Geile ist, es ist remote zu bedienen. Das heißt, man macht irgendwo zu Hause seinen Browser auf und kann dann die Autos steuern auf dem Server, also auf dem Broadcast-Rechner. Das ist schon ziemlich cool. Ja, L Racing Team 2, Carsten Fischer jetzt bei uns. Hallo Carsten. Ja, hallo. Mensch Carsten, jetzt erzähl. Was war los? Naja, es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich dachte ich mir so, am Start erstmal aus allem raushalten. Leider ist das nicht so aufgegangen, die Rechnung, weil ich mich schon rechts, ziemlich weit rechts gehalten habe, aber dann irgendwie von einem italienischen Mitkonkurrenten dann dort entwertet wurde. Naja, und dann warst du gleich erstmal wieder 26. oder so, ich weiß es gar nicht genau. Also fängst gleich erstmal wieder von hinten an, so wie in Daytona schon. Ja. Wir kennen uns damit aus. Und okay. Eigentlich dachte ich auch, dass die Karre heil wäre, aber irgendwie war sie dann doch so, dass die Zeiten nicht mehr so zu gehen waren, wie es mir eigentlich möglich war. Aber das haben wir dann bis zum Disconnect haben wir das mal so gefahren. Ja. Kannst du zu dem Disconnect ein bisschen was dazu sagen, was da passiert ist? Also konntest du es nachvollziehen? War es bei dir ein Disconnect oder? Ich kann es bis jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich war hinterm Thorsten, Schwertfeger, und wir haben uns da eigentlich nicht viel genommen. Er ist nicht weggekommen, ich bin nicht rangekommen und auf einmal war sein Auto weg. Und da habe ich dann so gesagt zum Daniel, ich sage, du, Thorsten ist weg. Er sagt dann, nee, du bist weg. Ich sag, ja, und dann habe ich auch gesehen, dass kein anderes Auto mehr da ist und bin da halt sofort für mich alleine gefahren. Und dann, ja, also ich kann es mir gar nicht erklären. Ich habe hier
der Router kann sich nicht resettet haben, das ist alles vorab passiert und TeamSpeak ist ja auch nicht, bin ich auch nicht rausgeflogen. Ja. Keine Ahnung, schade. Ja, es ist sehr schade. Gut, diese Phänomene kennen wir ja, wobei TeamSpeak kein Indikator dafür ist, weil TeamSpeak ja mehrere Sekunden die Verbindung aufrechterhält, auch wenn sie nicht mehr besteht. Ja. Aber R-Faktor halt sehr, sehr empfindlich reagiert auf solche Schwankungen. Aber gut, da steckt man echt nicht drin und es ist in jedem Fall bitter. Vielleicht jetzt mal, gut, die Proteste, das ist keine Frage, die werden dann After Race. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst mit dem italienischen Mitfahrer. Aber da liegen noch zwei andere Proteste vor. Das wird dann entsprechend natürlich dann Konsequenzen haben. Aber ja, ich will ja da, entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche. Also ich will ja da gar nichts zu sagen. Ich verstehe halt einfach nur nicht, warum man sich am Start nicht einfach diesen 1,62 Meter Platz lassen kann, wenn das Auto 1,60 Meter breit ist. Und ich kann mich auch nicht in Luft auflösen und wir wollen da alle irgendwie durch. Und er fährt halt links und als wenn er einfach auf der Ideallinie macht zu und mich erwischt dann halt. Und das ist das, wo mir so ein bisschen das Verständnis abgeht. Ja, wie gesagt, das war ein gelbes Auto. Ja. Ja, ich weiß. Ja gut, also wie gesagt, das werden wir sehen, was dann da was da rauskommt. Wie gesagt, wir können leider keine Live-Strafen vergeben. Es ist unmöglich, da müssten wirklich permanent zwei Leute das ganze Rennen übersitzen und müssten diese Sachen bewerten. Und das müssten dann auch noch Leute sein, aus meiner Sicht jedenfalls, die nichts, hier keine Interessen haben, also sprich nicht irgendeinem Team zugehörig sind. Und das ist extrem schwer und wir hatten ja damals, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, mal versucht, dass jedes Team einen abstellt, also während des Rennens einen Fahrer halt, der momentan nicht fährt und das dann eine Stunde lang machen, das wäre sicherlich machbar, was willst du tun? Also da hat sich keiner gemeldet, ne? Und verständlicherweise, weil wer will so einen bescheidenen Job machen? Und wir müssen halt dann sehen, dass wir das After Race bestrafen, weil wir haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, da minutenlang zurückzuspulen und hin und her und machen zu tun. Das geht nun mal nicht. Nee, ist ja auch in Ordnung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich von meiner Seite hege da auch gar kein Interesse, da irgendwelche Proteste zu schreiben wegen sowas. Ich bin der Meinung, da gibt es viel schlimmere Sachen. Ich sehe es mittlerweile sportlich, weil ich bin hier sowieso nicht der Schnellste. Der arme Daniel, der musste halt darunter leiden, weil sich das auf dem Freitagabend, nee, auf dem Donnerstagabend kurzfristig ergeben hat, dass wir zusammenfahren, weil halt sich alle verletzt oder wie auch immer abgeseilt haben. Mhm. Und dann hat sich halt der Daniel bereit erklärt, die arme Sau, sage ich jetzt mal so. Ja. Und wie gesagt, ich bin hier eh nicht der Schnellste, das heißt, ich werde mich hüten da. Oder ich hege kein Interesse, wegen sowas irgendeinen Protest zu schreiben. Ist nicht notwendig. Vielmehr finde ich es interessant, dass ich dann, glaube ich, bestimmt 10, 12 oder 14 Runden da... Ich musste noch nie so hart um Platz 20 kämpfen irgendwie. Also war echt geil. Also mit dem Kollegen Ness war das. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also... Es geht ja, wenn der vorne nicht mitspielt, dann geht da kein Weg dran vorbei. Und das war, also, es war echt geil. Er hat nicht viele Fehler gemacht. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich hab's mit Händen und Füßen versucht. Ja, und dann haben wir uns halt auch zwei, dreimal berührt, aber alles im grünen Bereich. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Mal so im Platz 20. Ja. Kenne ich auch noch nicht. Ja, das ist richtig. Und ich denke mal, vielleicht ist das auch so ein bisschen. Das, was wir eigentlich auch wollen, nämlich dass egal auf welchem, ich meine, in einem Langstreckenrennen gewinnen kann, wie in jedem anderen Rennen auch, jeweils nur einer. Aber man hat halt, wenn man seine Gegner permanent um sich rum hat, ist es eigentlich völlig Banane, auf welcher Position man ins Ziel kommt nach 24 Stunden oder nach 12 Stunden, weil man hat einfach die Zeit über richtig viel Spaß gehabt. Und klar, wir fahren auch Rennen und da ist auch mal einer übermotiviert und hier gibt es einen Fehler von Herrn Siegert. Ja, wie gesagt, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, haben wir relativ viel Glück mit dem Fahrerfeld hier. Ein, zwei fallen immer mal wieder auf, aber im Großen und Ganzen, also da gab es schon deutlich Schlimmeres, wie du sagtest. Und mich freut es immer ungemein zu hören, wenn Fahrer, die
oder Teams, die vielleicht nicht ganz so weit vorne oder die keine Chance auf dem Podest haben, aus der momentanen Sicht, sich trotzdem freuen, weil sie Spaß hatten in dem Rennen. Und das ist genau das, um was es gehen sollte. Naja, man muss ja auch so ein bisschen Realist sein. Also es ist ganz einfach so, ich beschwere mich eigentlich schon seit Tagen darüber, dass ich nicht verstehe, wie manche hier so schnell fahren können. Ich glaube, dass das Auto gut ist. Ich fahre mir hier wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch ab. Und alle, die sich das mal angucken, sagen, ey, es sieht sauber aus, es sieht gut aus, früh am Gas, es passt alles. Ich verstehe einfach nicht, wo die 2 Sekunden liegen. Und unter normalen Umständen ist eigentlich... Also Second Place is the First Loser ist normalerweise auch so meine Einstellung, aber irgendwann muss man halt auch wach werden und realistisch werden und dann stellt man fest, okay, der Spaß ist erstmal an erster Stelle bei so einem Event. Okay. Und irgendwann wird es mir vielleicht auch noch gelingen, die ein oder andere Lücke zu schließen und dann schauen wir mal weiter. Ja, naja. Auf alle Fälle hast du schon mal einen ähnlichen Dialekt wie der Olaf und somit versteht ihr euch dann auch wunderbar, denke ich mal. Vielleicht auch mal nach dem Rennen oder sonst dergleichen Dinge. Kommt der aus Berlin oder was? Ja, ja, genau. Achso, na okay. Ja, kann man ja mal machen. Könnt auch mal auf die Abus fahren oder wie auch immer. Ja, da kannst du nicht mehr fahren. Da ist nur noch 80 und Baustelle, macht keinen Spaß. Ja, gerade dann macht es ja Spaß, ne? Einmal mal hoch und runter fahren, gucken, ob irgendwo jemand steht und dann, ne? Ja. Ja. Mit meinem 60 PS Winterauto habe ich richtig Spaß dann. Ja, er hat einen Roller, also da hast du durchaus eine Chance. Ah, den schaffe ich. Ja, genau. Okay. Na gut. Ja, Carsten, vielen Dank. Und wollen wir mal hoffen, dass es für euch jetzt noch ein bisschen persönlicher wird, dass es zumindest keine 2 vor der Position steht. Also wenn sie alleine da steht, dann mag es okay sein, aber wenn dann noch eine Zahl folgt, dann vielleicht wäre dann der 1 ganz nett. Gucken wir mal, was da noch geht. Und ja, weiterhin viel Spaß. Ja, danke, vielleicht bis später. Viel Spaß euch auch noch. Ciao. Ciao. Ja, und der Kai Sichotzki, jetzt ist der Carsten, glaube ich, schon weg. Nee, er ist sogar noch da. Der Kai Sichotzki schreibt mir gerade, also der Teamkollege von Olaf Ness, da spricht mir jemand aus der Seele. Also das seid ihr noch mitgegeben. Danke. Okay. So. Bis später. Bis später. So. Vorne gab es wieder mal Führungswechsel. Peter Kraus vorne. Da nach dem Boxenstopp von Sweebite. Und ich habe zwischenzeitlich mit Daniel Faber nochmal gesprochen und habe es auch angekündigt und die würden das auch so akzeptieren. Sie haben halt jetzt einen Vorteil von 13 Minuten. Ob der sich am Ende des Rennens auswirkt, das wissen wir jetzt alle noch nicht. Aber letztendlich ist es ein Vorteil. Und wir werden dann... wenn Marcel nachher kommt, das einmal kurz intern besprechen und dann würde ich das Team zu einem zusätzlichen Boxenstopp reinholen und das sollte sich dann in etwa ausgehen. Genau. Links an die 2,5 Stunden, Lutz? Ja, sind wir jetzt soweit? Ja, sind wir. Ja. So, dann machen wir jetzt den ersten Break hier. Und können euch versichern, wir sind in wenigen Sekunden wieder da.